Also entweder war es Peeves oder ich habe hier ein Geisterportal irgendwo. Das war bestimmt der Geist. Und wenn ich hier ein Geisterportal habe, will ich Geisterkräfte, danke. Nee, Geisterkräfte gibt es nicht. Kriegst du die Kräfte von seinem weiblichen Klon. Wenn du sie benutzt, gehst du kaputt. Nein! Danke, dass alle einmal geredet hatten. Ich konnte jetzt den Zaun testen. Wir sind übrigens live. Ach, passt schon. Nur mit Protokoll, Kai, wenn will ich den Ghostly Whale. Danke. So, warte, ich muss euch drei noch ins Bild holen. So. Ist ja alles gut. Jetzt habe ich drei kleine. Lebewesen auf meinem Schoß. Da will ich nicht. Sind ich auch nicht. Dito. Wir spielen heute wieder For the King. Falls ihr euch fragt, warum es gerade um den Geist ging. Tannys Maus, auch wenn er gerade nicht da war, hat es bei mir bewirkt, dass ich gerade den endlosen Loop durch Parsec hatte. Also er war bei mir verbunden und weil meine Maus sich, warum auch immer, durch seine Maus bewegt hat, bei ihm Connect dann gedrückt hat, hatte ich mich dann bei ihm verbunden und dann war der endlose Loop da. Und konnte nichts mehr machen. Naja, jedenfalls vor der King wieder, nach ein paar Monaten, nee, nach einem Monat. Beim letzten Mal haben wir Kapitel 2 abgeschlossen. Heute ist Kapitel 3 dann, die königlichen Minen. In 50 Runden müssen wir abschließen und zerstören drei Schatzwagen der Königin. Im Übrigen sind alle über Parsec verbunden. Wenn ja, dann stelle ich euch jetzt auf Maus. Nein, ich muss jetzt noch. Ich bin jetzt fertig damit. Die Marktinflation mal auf 70 runter. Chaosgeschwindigkeit mache ich mal auf 50 runter, weil das sonst ein bisschen zu schnell geht. Ich bin mal nett und mache uns mal einen zusätzlichen Ausrüstungspunkt. Und auch einen Lebensvorrat mehr. Ich glaube, den haben wir auch nötig. So. Naja, wenn man letztes Mal bedenkt, ja. Ihr seid ja einige Male gestorben. Am Ende hat... wenigstens gestorben. So, ich gebe gerade erstmal die Namen alle ein. Tanni der Bauer. Ja, der ändert sich ja gleich noch. Ich muss mal wieder über meine E-Mail verifizieren, dass ich Parsec joinen darf. So, Akaya weiß ich ja schon. Er wollte den... Holzfäller, Holzfäller! Ja, hab ihn gerade gefunden. Kai hatte, glaube ich, letztes Mal gesagt, dass er den Ordensbruder wollte, weil der Solf ist. Genau, Kai wollte den Ordensbruder. So, wie machen wir das jetzt mit dem Stallburschen? Nimmst du ihn oder nehme ich ihn? Weil ich bin dafür, dass wir auf jeden Fall den Herbalisten mitnehmen. Ich bin übrigens drin, ich kann Stallbursche gleich die Maus geben. Gib mir nochmal die krassen Infos. Holzschwert! Bisschen Arbeit mit dem Gesetz, nicht... Sunny macht Überstunden. Wenn du da drückst, da guckst. Es ist mir tatsächlich relativ egal. Ja, zum Not der Herbalist wäre auch ein Magier. Dann hättest du deinen Magier nach wie vor. Aber ich will Säufer sein. Kai ist der Säufer. Ich bin der Säufer. Den hat er sich schon reserviert. Ja, dann möchtest du nochmal den Herbalisten spielen, Shining? Mir ist das relativ egal. Ich kann auch den Stahlburschen nehmen. Jetzt gebe ich ihn erstmal hier auf Maus. So, ich hätte gern, ich kriege auf jeden Fall das, was eine zusätzliche Sekundäre gibt. Allein schon, weil ich der Heiler bin. Und gib mir auch direkt den Gottesbart mit. Das ist vollkommen fein. Die Ausrüstung hier unten ist eigentlich immer für einen Witz. Lohnt sich irgendwie nie, die mitzunehmen. Naja, die Ausrüstung ist schon kacke. Dann nehme ich noch einen Goldwurzel mit. Pack mir einen Dietrich und die Jahrmarktstickets ein. So. Möchte einer auf jeden Fall die 40 Gold mitnehmen, dass man das unterwegs dann, dass man das am Anfang dann direkt aufteilt? Mach ich. Warte, du kannst dir noch eine der Fähigkeiten hier oben holen, die sind gratis. Ach, stimmt. Ja, den Navigator brauchen wir nicht so wirklich. Ich weiß nicht, vielleicht kommen wir jetzt also langsam ins Wassergebiet. Wir hatten letztes Mal das Land. Nee, ein drittes Gebiet ist definitiv Mine. Das stand doch da gerade eben. Wo sollen wir da Wasser finden?
Fokus? Der Denker ist auf jeden Fall nichts für den Säufer. Ich meine, wann denken Säufer mal? Die denken, aber sie sind ein bisschen benommen dabei. Eifrig. Divisionsschiffsrolle, denken. Das Fernglas wäre auf jeden Fall ganz gut, damit wir den Typen schneller finden. Weil irgendwo dort soll noch der Obdachlose rumrennen. Das ist kein Witz, der heißt wirklich so. Ach, wartet mir. Sobald Kaida fertig ist, fällt mir, muss ich noch was machen. Wir sehen nämlich gerade den Chat nicht. Ach, mich stört er nicht unbedingt. Ich brauche den nicht unbedingt. Ja, aber ich muss ihn als Streamer sehen können. Jo, das ist richtig. So, du wolltest ja auf jeden Fall begabt haben. So, das wäre schon mal geklärt. Ich weiß halt nicht, was sich sonst noch lohnt für mich. Glückspilz macht dein Glück höher, erhöht auch deine Krebswahrscheinlichkeit und Denker. Wenn du Levelaufstieg hast, dann ist dein Fokus aufgefüllt. Und du hast allgemein einen Fokus mehr. Richtig. Ja, aber ich glaube, begabt ist das, was aktuell so am besten für mich als Holzfäller wäre. Macht halt alle Werte um 3 höher. Außer Glück. Ja, und ich glaube schon, dass ich mit mehr Stärke gut reinhauen kann. Wir wissen ja, dass Stärkewaffen irgendwie ziemlich broken sind. Naja, die Kanone ist es. Ja, dann überlege ich dir, was du mitnehmen willst. Das und das. Passt. Ein zweiter Dietrich ist nicht verkehrt, ja. Dietriche kann man immer gebrauchen. Die königlichen Minen. Nachdem rund um die Ureiche wieder Ruhe eingekehrt ist, richten Hildebrand und der resolute Widerstand ihre Aufmerksamkeit auf die unheimlichen Vorgänge in den entlegenen Winkeln Faruls. Für die Königin verantwortlich zu sein scheint. Im ganzen Land spricht man hinter vorgehaltenen Hand über verschwundene Zivilisten, die in tückischen Minen geschickt worden sein sollen. Deshalb will die Gruppe nur umso entschlossener aufzeigen, wie sehr die Königin dem Wahnsinn verfallen ist. Sie nähert sich dem Herzen ihrer tyrannischen Herrschaft, um in die Tiefen des dunklen Reiches einzudringen und den Gefahren zu trotzen, die dort lauern. Ich glaube, das war meiner. Ah, da bist du ja. Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt und wichtige Neuigkeiten für dich. Nee, Hildebrand hatte ich. Bist du dir sicher? Ja. Aber kannst ihn meinetwegen diesmal nehmen. Daran soll es nicht scheitern. Das ist etwas Besonderes. Es handelt sich um einen Kraftstein. Zumindest glaube ich, das in der Bibliothek gelesen zu haben. Das waren die besten Informationen, die ich finden konnte. Aber, naja, du weißt ja, wie Büchereien so sind. Mit auch linke Maus das drücken, ne? Ja. In den Kraftsteinen schon mal ein dunkles Geheimnis. Während der Chaoskriege wurden sie mit enormen Energien von Chaosenergie aufgeladen. Und diese verdammten Dinger gibt es überall in ganz Farul. Wir müssen die Bergbauarbeiten der Königin stoppen, damit sich die Geschichte nicht wiederholt. Siehste, wir werden. Die Frauen habe ich meistens gesprochen. Das war deine. Ja. Hast du Chaos gesagt? Ich habe viel darüber herausgefunden. Es ist unglaublich gefährlich und schön. Das klingt sogar nach mir. Wem sagst du das? Du warst vor 20 Jahren nicht dabei, junges Küken. Ich bin persönlich gegen Vexor angetreten. Und er war die Verkörperung des Chaos. Naja, ich hatte natürlich etwas Hilfe. Nur ein bisschen. Vexor war der Bösewicht im ersten Teil. Schon gut. Unser gemeinsames Ziel ist es, Rosamunds dunkles Geheimnis ans Licht zu bringen. Und das Netz, das sie gesponnen hat, aufzutrennen. Zuerst müssen wir uns mit Monderlich im Lager des Widerstandes treffen. Seine Leute haben das Gebiet erkundet und wichtige Informationen gesammelt. Das ist ja sehr weit weg. So, erstens, ich bin drin. Zweitens, ich versuche in der Nähe zu bleiben, damit Sunny mir gleich auch noch 10 rübergeben kann. Er hat ja den 40er Beutel. Jo. Lass den wegklatschen. Gepunkt. Lass die 3 wegklatschen, meinst du? Ich habe ja gesagt, lass die wegklatschen. Ich habe nicht im Singular gesprochen. Sunny, warum bist du so schnell schon wieder? Weil ich dafür einen Talk habe? Junge, der ist auf Speed! Schlitz! Sunnys höchster Stat ist einfach Speed! Oh, ich bin auch schnell. Warum bin ich so langsam? Selbst der Säufer ist schneller als ich!
Das hat was zu heißen. Kai, darf ich mich hinter dich stellen? Darfst du, ja. Also, dass selbst der Säufer schneller ist als du. Ist Kai gerade AFK? Nein, nein. Wenn selbst der Säufer... Du kannst dich kurieren. Was zur Hölle ist das? Aus! Entschuldigung. Jetzt. Ja, kannst wahrscheinlich einen Statuseffekt mitmachen. Das ist natürlich ganz geil. Wenn du ganz triffst, kannst du auch die Junghexe vernichten. Die Vettel ist safe tot. Naja, die Vettel ist nicht tot, wenn er alles verfehlt. Die Junghexe lebt noch. Schade. Bitte hat einer AOE, wahrscheinlich nicht. Ich kann auch kurieren. Am Anfang hat man ja noch nicht AOE. Zum Glück habe ich zwei Aktionen. 3 bis 7. Ich glaube, die Vettel war nerviger. Redet ihr ruhig weiter. Ich prüfe nochmal ein letztes Mal den Sound. Der Bauer ist ausgewichen. Und ich tank's wie ein Holzfäller halt. Ich hau dem hier die Rüstung runter. Oder? Ne? War das nicht Rüstung runter? Müsste so passen vom Sound her. Hab gerade noch mal abgehört. Aber was macht der Besen denn da? Ich drück mal auf den Clip-Button für später. Der hat einfach Beyblade gespielt. Ja, gib Kai oder mir. Wir tanken ja beide eigentlich relativ gut. Wobei Kai hat ja an sich das Fernglas, oder nicht? Ich hab das Fernglas. Also an jedem willst du gleich einmal 10 abdrücken, Sunny, ne? Ja, ich weiß. Einmal abdrücken, Sunny. Was haben... Direkt! Warte, ich will nur gucken, was sonst... na gut. Stärke. Hallo, das ist meine Kanone, wenn dann ich bin hier der Stärke. Tatsächlich ja. Ich habe fast 90 Stärke. Sunny darf dann jetzt erstmal Geld aufteilen. Ich weiß nicht, warum du im Fokus wegwirst. Das wollte ich ja nicht mal. Du hast zumindest schon mal einen Dungeon für gleich gefunden. Ja, entspannt. Den können wir halt mit der Kanone dann direkt clearen gehen. Ein Feld hast du noch. Ja komm, dann stehst du schon mal näher dran. Hab mal für dich beendet. Ich wollte eigentlich nochmal meinen Reflexionsspiegel ausrüsten. Aber den habe ich dir schon angelegt. Den habe ich dir angelegt, direkt als wir ihn hatten. Mhm. Weil ich vergesse das meistens. Oh Junge, diese Preise sind ja mal richtig schön billig. Noch. Noch. Ja. Ja, später kosten die ein paar hundert. Oh, da ist ja auch was für mich. Ah nee, da ist was für jemand anderes. Ich bin doch nicht so der Talenttyp. Unterstützungsreichweite. Wer war Talent? Sunny? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich es nicht war. Ich bin mir selber gerade unsicher, wer Talent war. Sehen wir jetzt denn eventuell gleich irgendwann. Kai, hast was zum Saufen gleich? Jawohl. Wie war das bei Kai? Das sind die negativen Effekte des Alkohols negiert, oder? Ja, bei ihm sind sie negiert. Du bist bei mir übrigens ultra leise, Kai. Was den Alkohol ziemlich baff. Kai, du bist bei mir ultra leise. Also das Potenzial von dem Säufer ist, glaube ich, ziemlich hoch. Kann Kai einmal kurz solo reden? Jetzt besser? Ja. Du warst bei mir halt gerade kurz ultra leise. Also ich hatte keine Probleme, Kai zu hören. Ich hab nicht gemerkt, dass der an den Kopfhörern leise gedreht hatte.
Ob Kindheit oder nicht, macht hier ja auch keinen Unterschied. Kai, beschützt mich. Wie war das mit 25%? Gefühlt ist das 100%, so wie das dort ausschaut. Ich hoffe, den Grobe hören. Wenn du den mächtigen Hieb durchkriegst, ist der Grobian auch direkt schon weg. Ich würde dann aber eventuell Fokus investieren. Er weicht sogar noch aus, der Miese. Oh, guck mal, noch einer, der hier den Schutz sucht. Ja, das Problem wollte ich eigentlich verhindern. Und natürlich noch mehr ausweichen. Das wollte ich eigentlich verhindern, aber genau das tut sich da hinten nach hinten zurückzieht. Naja, ich hab's versucht. Kai, mein Ritter in der säufigen Rüstung. Du meinst dein Ritter in der Stoffrüstung. Wieso kann ich dich nicht anvisieren? Weil der Hobgoblin vor dem ein Schild hat. Angriff. Und dieses Mal treffe ich. Nicht so wie beim letzten Mal. Da habe ich ja so gut wie nie getroffen. Oh. Du kannst das vom Prinzip her direkt saufen, wenn du willst. Prost. Prost. Hast du mich direkt mit reingezogen? Oh. Guck mal, wie viel Verteidigung ihr habt. Hallo? Wieso musste ich gerade mittrinken? Du hast aber auch nur das Positive bekommen, glaube ich. Und nein, da ist was Negatives. Er hat auch den Kai! Weiß nicht, was es ist. Kai, nur weil du Party machen willst, heißt das nicht, dass ich mitsaufen will. Komm, versucht mich zu schlagen. Aber eigentlich wäre hier der Ordensbruder passend für mich. Du hast provoziert, Kai. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der direkt, dass der das komplett durch. Ah, okay, ist eh nur ausweichen. Ich habe ja ein Schild vor mir. Aber wurde deine Verteidigung erhöht, glaube ich. Gerechtigkeit! Oh! Was ist Gerechtigkeit? Yo, was war denn volle das? Power und du haust. Voller Power und AOE war das. Das war eine der Fähigkeiten vom Holzfäller. Dass er AOE manchmal kriegt. Und dann auch mit einem Crit draufhaut. Junge, wenn das mit der Kanone passiert. Da hast du doch sowieso schon AOE. Ja, aber dann wird er, glaube ich, nochmal verstärkt. Autsch. Ja, ich weiß, ich stelle heute oft die Einstellung um. Kannst du theoretisch Shining von dem Debuff kurieren? Brauche ich nicht, ist eh nur ausreichend. Ich habe ein Schild vor mir. Außerdem hat Kai auch einen Debuff. Nein, hat er? Versuche. Ja, aber nicht vom Alkohol. Ah. Das war der Schlechter, der ihm den Debuff gegeben hat. Yep. Okay, ich heile gleich einmal die beiden Lümmel. Kai, kannst du dich bitte neben Kai gleich stellen, wenn du dran bist? Dann heile ich uns alle drei. Gleich. Oh, der ist gleich sowas von tot. Bitte neben Kai stellen, danke. Investiere ruhig mal Fokus. Ja, ich habe gleich richtig Bock auf die Kanone, die wir hier machen. Geh auf den Schlechter gleich, ne? Shining am besten. Ich mache nur maximal 7. Ich werde die nicht umbringen. Ich bin so tot. Schade. Ich hab dich mitgeheilt. Außerdem mögen sie Sunny nicht, zum Glück. Ja, bitte. Kann's gerne auf mich gehen, aber ich kein Problem mit. Aber ich glaube, so viel Geschwindigkeit wie Sunny hat, ist bei ihm sogar schlau, wenn er auf Ausweichen geht als Bauer. Weil Geschwindigkeit du musst ist sein höchster State. Ach komm, Kai! Kai, was kannst du eigentlich? Ich doch besser mal den dritten Fokus reingepumpt. Oh, ohne ihn. Dein Reflektieren hat's gerichtet. Ja, aber der hat quasi kaum getroffen und hat mich trotzdem fast gekillt. Hätte er nur einen mehr Erfolg gehabt, dann wäre ich tot. Hau den weg! Ich hoffe, es geht durch.
Ja, sollte nein. Nein! Natürlich reicht der aus. Oh, das kann ja nicht warum, ausreichen. Ey? Also ja, jetzt hier im dritten Kapitel brauchen wir den Heiler, so wie es aus. Ja. Gut, dass sie ihn mitgenommen haben. Etwas deutlich mehr Schaden. Ja, genau. Okay, das ist frech, das ist frech. Wiesling? Wie sollen wir den jetzt noch treffen? Es ist nur erhöht. Guck, er ist trotzdem kacke darin. Tani, da ist ein Bonusfeld für dich. Aber ich glaube, du musst vorne stehen zum Mann. Da ist ein Bonusfeld für dich. Nutz es doch. Warum nutzt du es denn nicht? Ich weiche mal wieder aus. Oder ich verfehle. Und noch einen anderen Hieb, der hätte eine höhere Chance zu treffen. Natürlich weicht er mir wieder aus. Ach, zur Not schieße ich ihn jetzt weg. Ich habe halt auch wahrscheinlich mehr Muskeln als Hirn. Ey. Hui! So wie ein Holzfäller aussieht. So wie ein Holzfäller aussieht, hat er mehr Muskeln als Hirn. Durchaus möglich. Ich geb's dir gleich rüber. Ja, Kanone! Da. Möchte mir einer einen Gottesbärte rübergeben, der für die Gruppenheilungen? Wenn ich euch habe, mal geht. Bei Kai weiß ich, dass er einen. Also standardmäßig hat man eigentlich immer einen dabei. Vergiss nicht, dass du das übers Inventar machen musst. Ja, ja, ich weiß. Wir hatten das schon mal, dass jemand dann da unten drauf gedrückt hat. Weil ich muss euch ja irgendwie heilen können. Ist das denn gefunden? Ah! I look in this beacon. Jo. Da wäre ja direkt erstmal unser erstes Portal. Nachdem große Krieger hier ihre letzte Ruhe gefunden haben, liegt ein Hauch von Tapferkeit in der Luft. Das sollte ich besser nicht tun. Nee. Wahrnehmung ist nicht so deins. Ich weiß auch nicht, wie meine Wahrnehmung aussieht. Wahrscheinlich aber auch nicht so gut. Dann lauf ich da gleich mal runter. Ich habe mitunter die beste Wahrnehmung von uns. Dafür bin ich eindeutig zu blau. Definitiv. Guck mal, ich kann's doch auch machen. Rüste erstmal deine Kanone aus, bevor du irgendwas machst. Die ist nur in deinem Inventar, noch nicht ausgerüstet. Ich weiß. Hättest du es mir jetzt rübergegeben, hätte ich gelacht. Ich hätte jetzt gelacht, wenn du dich verdrückt hättest und die Scheine gegeben hättest. So, dann gehe ich mal hier mein Glück versuchen. Ich habe ja gute Wahrnehmung mit 82. Stimmt. Ja. Er schafft die 7%. Ich glaube an ihn, er schafft die 7. Glaube ich auch. Ich schaff die 7. Nein, ich gehe nicht. Ah, schade. Ich dachte, ich. Das muss er alleine ausbaden. Wie. Ach, warum ziehst du mich mit? Das ist doch nur ein Geist. Alter. Bist du schneller als ich? Ich bin doch eigentlich schneller. Das ist der Geist, der mit meiner Maus bewegt hat. Töte ihn! Oder. Deine Geschwindigkeit reduziert. Ah, wow. Oder beendet dein Atem. Meine Geschwindigkeit. Kanone! In der Kanone. Ach, Kanone, ja, stimmt. Die Kanone macht dich langsam. Du musst ihn schon anpeilen. Ist mir schon klar. Stirb! Ja, Ben, du musst den Abfall ich hab den Ende. Tod getötet. Das ist Kaboom. Praktisch nicht möglich. Du kannst höchstens dein Nachleben beenden. Ich hab den Tod getötet. Nein. Nimm's hin. Nein. Was ist das? Hin, dass du mich mich interessiert das Fragezeichen. Nein. Ich gehe das Fragezeichen gleich überprüfen. Oh, das war. LP-Regeneration und plus 10 LP. Das wäre für den Herrn Säufer, auch wenn ich es auch gerne nutzen würde. Das wäre echt schön. Ich weiß nicht, es ist aber nicht Max-HP offenbar. Du musst huldigen. Ah, ach ja, stimmt, da war ja was. Das erhöht seine HP um. Nee, ich meinte, dass der Fokus aufgefüllt wird. Doch, es erhöht die Max-HP. Seine HP wurden um 10 insgesamt erhöht. Wenn es irgendein Heiligtum gibt, was für Stärke ist, das ist meins. Ich meine, es gibt eins. Ach, ich lasse euch das Fragezeichen. Ich gehe mal weiter hier in die Ecke. Eine Statue. Ich bin ja der Klopper von uns.
Ein Steinheld. Du kannst deinen Fokus vorher noch auf ausnutzen. Der kann sich noch ein bisschen bewegen. Ich mach jetzt einfach mal so eine Erkundungsrunde. Ja, dann irgendwie. Möchtest du uns auch noch irgendwas übrig lassen? Nee, will er nicht. Ich würde es gut finden, wenn du jetzt irgendwie das Teil findest, was wir die ganze Zeit suchen. Noch suchen? Haben ja gerade erst angefangen. Wir suchen es aber schon die ganze Zeit. Also, meine Aussage ist nicht falsch. Wir suchen es schon die ganze Zeit. Stehen. Naja, mehr kannst du auch nicht machen, außer du wirfst deinen Fokus weg. Hey, vielleicht will ich noch ein Ding zum Auffüllen. Ich würde erstmal gucken, was das Fragezeichen ist. Weil, wenn es nichts für mich ist, kann ich ja trotzdem noch abbrechen, soweit ich weiß. Ja. Ah, der Zauberhändler! Ist eher was für mich eigentlich. Ja, ich will trotzdem gucken, was er macht. Oh, der hat eine Waffe für mich. Du kannst die Holzachs verkaufen. Ja, aber. Unbekanntes Wahrzeichen? Kannst die Truhen prüfen. Weg mit der schlechten Axt. Guck mal, eine Eisrute. Oder eine Feuerrute. Oder Eiszweig oder Heilzweig. Gruppenheilung habe ich so oder so schon. Also mich würden die Waffen da, also für mich wären die auf jeden Fall interessant. Wenn du mir eine der Waffen kaufst, gebe ich dir mein ganzes Geld. Das wäre ein schlechtes Geschäft. Plus das Geld, was meine jetzige Waffe wert ist. Das ist trotzdem noch ein schlechter Handel. Ich würde dann die Feuerroute bevorzugen. Weil das ist praktischer, als sie ein bisschen anfälliger zu machen, dass sie dann standardmäßig Schaden bekommen. Außerdem Immunität gegen Feuer finde ich auch praktischer. Ich könnte das auf jeden Fall gebrauchen. Unter der Voraussetzung, dass du mir im Nachhinein, wenn mir Geld fehlt, auch was gibst. Ja, haben das doch bisher immer so gemacht. Also meistens habe ich mir die Items immer komplett selber kaufen müssen. Du hast aber dann auch gehortet, wie sonst was. Naja, ich habe mein Geld einfach noch nicht ausgegeben. So einfach ist das. Müsstest aber, glaube ich, im Feld runtergehen, um mir das zu geben. Ach stimmt, du könntest eigentlich die Schatzkarte verwenden, dann hätten wir eine Schatztruhe auf der Karte. Kann er jetzt noch machen. Meine Schatztruhe. Da hinten. Guck mal, da ist ein Saufwettbewerb für dich. Da muss man sowas von hin, ey. Das Risiko hin, dass ich mich wieder kaufen. Auf das Risiko hin, dass ich mich wieder vergifte. Ich bin wieder da. Kai ist schon im Saufwettbewerb gegangen. Ja, er geht trinken. Und er gewinnt sogar noch. Ja, hey, ist doch der Wolf, klar. Wir machen das. Mach es. Ja, wir klatschen ihn. Wenn ich darf. Ich habe meine Maus nicht angefasst. Kann auch sein, dass ein paar Sekunden sich generell buggy ist. Das ist sogar ein militanter Merling, ne? Oh nein, ein militanter Veganer, was? Ja. Töte den militanten Veganer. Er brennt, ja. Der kommt nicht zum Zug, der verreckt am Feuer. Ich nehm mal, ich hab kein Geld. Ey, und was ist mit meiner Bezahlung? Ich glaube, das kann ich theoretisch sogar auch nutzen. Wäre bei mir besser aufgehoben. Das ist Talent, das ist keine Wahrnehmung. Ja, nee, ich hab... Ja, ja, das ist Talent, stimmt. Dann nicht. Ich hab kein Talent. Ich kann zwar heute... Das Problem ist, ich auch so gut wie gar nicht. Wer von uns hat Talent? Keine Ahnung. Sunny? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube... Ich weiß nicht mehr. Es besteht die Möglichkeit. Müsst halt in eurem Menü da gucken. Können wir ja gleich sehen, wenn Sunny dran ist. Sunny hat das meiste Talent. Ich gehe auch. Ich habe Stärke, Vitalität und Gehirn. Wie auch immer du Gehirn hast. Nee.
Offenbar habe ich den höchsten Talentwert. Wir haben alle kein Talent. Ich hatte 69. Ey, Sunny, Finger weg von der Kiste. Wer jetzt, wer es gedacht hat, wegen meinem Talentwert, ne? Ich möchte wissen, was in meiner Kiste drin ist. Ich habe die Schatzkarte ja auch gewählt. Ey! Er geht doch gar nicht dahin. Aber da ist ein Piratenschiff. Das sehe ich von hier, dass da ein Piratenschiff links ist. Okay, eventuell können wir jetzt doch Schiff fahren hier. Dann würde ich am Ende definitiv noch einen Kraken machen, wenn wir tatsächlich Schiff fahren können. Erst wenn wir Level 7 sind, mindestens. Sag ich doch, am Ende. Also, Jungs, ich habe gehört, ich hab gehört, wir gehen das Schiff entern. Wir holen uns am Seehafen ein Schiff und gehen das Schiff entern. Wir dürfen da gar nicht rein. Noch nicht. Ein Seehafen ist belagert von Feinden umzingelt. Kai kann ja schon mal in das Lager da gehen. Oder auch nicht. Du machst das? Nö, er kriegt Hinterhalt. Du machst das, Kai. Ach, das schaffe ich schon. Würde gerne helfen. Viel Spaß, Mr. Seufer. Du solltest das ja aushalten können. Oder auch nicht. Nee, ich würde fliehen. Ja, die tun weh. Aua. Also ich würde den... Er darf nicht. Nicht mal. Ja, weil es Hinterhalt ist, glaube ich. Ich glaube, du kannst dich nicht selber schützen. Lauf! Lauf! Aus der hinteren Reihe kann man nur fliehen. Taktischer Rückzug. Den Kampf kannst du nicht gewinnen. Taktischer Rückzug. Nee, gegen einen wäre ich angekommen, aber nicht gegen beide. Ja. Wenn die nicht so viel Schaden drücken würden, hätte ich sie beide platt machen können aufgrund meiner Kanone. Aber auch ja, du hättest zwischen die schießen können, das stimmt schon. Die hätten aber zu viel Schaden gemacht. Das hätte auch ich nicht geschafft mit meiner Kanone. Die LP-Regeneration. Die LP-Regeneration ist über Zeit echt OP. So, jetzt kommt's an deine Kiste. Ja, Inhalt. Mit was werde ich belohnt? Geld? Ja, Gold. Da ist deine Bezahlung. Ginseng. Ein Schild, wovon, den ich nicht brauchen kann. Kannst du Kai geben. Das kannst du... Eine Gläse, die ich nutzen kann, weil ich auch gut Wahrnehmung habe. Für mich. Gib die am besten... Das kannst du mir geben. Das ist AOE. Das kannst du auf jeden Fall mir geben, das Buch. Dass ich auch wieder nichts für mich kriege hier, Ich glaube, du musst ein Feld im Feld sein. Du kannst nicht über zwei Felder. Ich weiß. Aber theoretisch kann ich die eigentlich auch nutzen. Ja, denn ich habe 82 Wahrnehmung. Aber du hast bereits eine Kanone und ich habe noch keine gute Waffe. Oh, zu dritt sollten wir die zwei down kriegen. 2 gegen 3 schaffen wir, die Militanten. Ah, nee, das ist. Ah, doch, das sind 2 gegen 3. Ja, das sind die militanten Veganer. Ein militanter Veganer und ein Hexer. Ich konzentriere mich mal auf den da. Oder auch nicht. Auf den militanten Veganer. Autsch. Pieks. Er kriegt aber auch auf die Fresse. Ich glaube, dem Hexer machst du mehr Damage. Aufs Maul. Kabum. Okay, wer auch immer den angreift, der ist RIP. Na, außer wenn Shining ihn angreift. Ach komm. Ich nehm dem Hexer seinen Schutz weg. Ich glaube, der geht nur für eine Runde, oder? War das nicht irgendwie sowas? Ja, einmal treffen, dann ist er weg. Ja, okay, dann kann Shining da jetzt nochmal reinhauen. Ja, Den Hexer, da kannst du nur, wenn du Glück hast, platt machen. Der Hexer ist eh erst eine Runde drauf. Dran. Oh! Das heißt, den kann auch genauso gut der Kaya mit raus. Oder er greift zweimal an. Genau, jetzt geht es zweimal auf den militanten Mehrling. Und den Hexer. Mit der... Ist ja gut, ich nehme den einfachen Hieb. Der auch nicht reicht. Mann! Ja, aber der andere hat jetzt zweimal hintereinander verkackt. Shining, du bist eine Enttäuschung. Oh. Mach lieber den Hexer kaputt. Ich weiß, dass ich eine Enttäuschung bin. Das sagt mir meine Mama auch immer. Stirb. Hui! Genau, jetzt kann ich nämlich gucken. Ich hab ihn zurück ins Wasser geschickt.
Zurück nach Hause mit dir. Moneten. Ich darf offenbar nicht. Ich röste es mal aus. Oh, ausweichen. Gut, was für Sunny. Oh, das, er braucht die Intelligenz eh nicht. Ja, auf die Intelligenz scheiße ich, deswegen finde ich gerne. Ja, das ist wirklich sehr gut für dich, weil auch mehr Geschwindigkeit. Ja, das sind nur vor allem Geschwindigkeit. Ich brauche auch eine Regenerationsrüstung. Komm, du, die glatzen Typen, die müssen zusammenhalten. Hier, wir warten schon. Wird Zeit, dass wir uns um die ganze Sache kümmern. Hey, aber der hat gesagt, dass du nötige Informationen für uns hast. Wir brauchen jedes bisschen Informationen, das wir bekommen können, wenn wir unsere Mission voranbringen wollen. Ein Moment. Ich guck nur was. Okay, daran lag es nicht. Die gute Dame will in den Krieg ziehen. Wir haben Orte ausfindig gemacht, die für die Bergbauarbeiten von besonders großer Bedeutung sind. Die Kraftsteine werden über drei Häfen nach Pari, dem wichtigsten Stützpunkt der Königin, gebracht. Ah, jetzt dürfen wir weit weg. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich die drei Hafen raiden, die da in der Nähe sind. Oder auch nicht? Hafen werden geraidet. Ganze Loren voll mit diesen Steinen werden über Gleise zu jedem der Häfen gebracht. Holdpfennig hat Nachforschungen auf der Insel angestellt, um herauszufinden, woher genau sie kommen. Wer ist Holdpfennig? Holdpfennig ist Holdpfennig. Die Königin wird nicht warten, bis wir bereit sind. Ihre Bergbauarbeiten sind im vollen Gange. Wenn wir wichtige Zeit verschwenden. Na los, wir dürfen nicht länger hier rumtrödeln. Der örtliche Hafen wurde von Mehrlingen besetzt. Seit sie sich von der Königin als Seehunde, Wachhunde benutzen lassen, tauchen sie an den unerwartetsten Orten auf. Schau, das ist der einzige Weg auf die Insel. Da werden wir wohl die gute alte rohe Gewalt brauchen, um durchzukommen. Uns bleibt keine Wahl, meine Freunde. Ja, aber lass uns... Als Mönch bevorzugt er Gewalt. Also wenn das nur eine Insel ist, dann sollten wir die Insel zumindest vorher fertig erkunden. Du darfst gleich eine gute Waffe haben, Zani, du darfst gleich. Wer ist alles im Kampf? Ich sehe es wegen dem Chat nicht. Wir alle drei. Ihr drei, ich bin zu weit weg. Das ist auch klar, du hast dich auch wer weiß wohin verpisst. Er mag uns nicht. Auch ich schon. Achso, du hast gerade den Chat in den Finger, es tut mir leid. Tut mir leid, das habe ich gesehen. Ja, ich wollte nur, dass man es ein bisschen besser sieht, wer alles im Gefecht mit drin ist. Das sieht man auch so eigentlich. Du hättest ruhig das andere Stich nutzen können. Oh, der hat eine Pistole. Au! Oh, aua! Au! Zeig ihm, wie es richtig geht. Ey, Pistolentyp, so geht das. Ja, so geht das. Hallo, ich hab immerhin nicht die Kugel vergessen. Hast du gerade verfehlt? Einer ist ausgewichen, der andere hat geblockt. Der macht mehr Schaden. Ich hab nicht verfehlt. Ich schieß lieber auf den, der macht mehr Damage als der andere. Der militante Veganer. Aua. Aua. Militanter Veganer ist wütend. So, ziel am besten auf den vorne, dann sind wir wenigstens den einen schon mal los. Aua, nein, nein, nein! Au. Ich mach gleich eine Gruppenheilung. Mach den militanten Veganer weg. Tod den militanten Veganer. Was kannst du eigentlich? Kannst du eigentlich? Hallo, ich kann schießen. Anscheinend nicht, weil dann würdest du ja killen. Ich habe geschossen. So schießt man! Ich hätte jetzt so gelacht, wenn der ausgewichen wäre. Das wäre nicht unüblich für mich gewesen. Das wäre nicht unüblich gewesen. Das wäre so peinlich. Ich treff selten. Ich treff selten. Wer hat die Kugel vergessen? Ey, hier, wer auch immer du bist, so geht das. Und jetzt kriegen wir eine Wiederholung von gerade eben. Das ist ein richtiger Schuss. Heute gibt's gebratenen Fisch! Yay! Was für ein Fisch? Bratfisch. Oder eher Backfisch. Eigentlich ist das ja... Oh, da hat jemand anders eine Waffe. Oh, nochmal was für mich.
Kann ich einmal mehr Gruppen heilen? Du kannst schon zweimal Gruppen heilen. Das brauchst du doch ein drittes Mal. Wie gesagt, lass erstmal die Insel fertig erkunden, falls er hier irgendwo rumgammelt, dass wir ihn nicht übersehen. Falls das wirklich eine Insel ist. Ich sehe da oben, glaube ich, sogar irgendein Heiligtum oder sowas eventuell. Ich guck mir das ja gleich mal an. Ganz rechts am Bildschirmrand da gerade. Ich glaube, das ist auch ein Heiligtum. Vor allen Dingen, wir sollten auch die Spinnenhöhle mitnehmen für die XP. Ja, wer ist da gerade in der Nähe? Ich bin da dran, glaube ich. So, Sunny, ich habe dir was rübergegeben. Danke. Der Nachtmarkt hat offen. Ja, die Wucherpreise. Da muss ich gleich hin, wenn es ein geiler Markt ist. Ach du Kacke, sind das Wucherpreise. Miau! Spielzeughammer. Bonk. Ja. Bum und Donk. Ja. Donk. Ich will den Hammer. Das ist eine magische Waffe? Ich will den Hasen. Eine magische Waffe, die auf Glück basiert. Der braucht Glück. Der den mit der Katze nutzen. Das ist echt eine Option. Und. Oh, Fettelstock. Hexenstiefel. Okay, ich möchte den Spielzeughammer. Also, ich kann dir denn später, wenn du Geld brauchst, was dazugeben für ein Item. Okay, die kann ich eigentlich gut gebrauchen. Ich bin eh am Laufen und die Kräuter im Rauchen. Krieg ich wenigstens auch Fokus dafür. Okay, jetzt haben wir den Hardcore-Raucher hier. Der eine raucht, der andere säuft, der wieder hat hier sein Laster. Und was ist das? Ey, das, was ich rauche, heilt uns alle. Was willst du? Das finden wir raus. Guck mal kurz die Umschalttaste, Shining, bitte. Und bitte weg von der Maus. Diese Katze kostet. Wolltest dir den Bogen angucken, ne? 45, was will man mit der Franzosenkrause da? Ich würde also gerne einfach mal aus Joke den Spielzeughammer mit der Katze nutzen wollen. Ist halt alles Single-Target, ne? Ja. Ja, aber dafür hoher Single-Target. Hoher EP-Multiplikator meinst du? Erstmal machen wir Spinnen kaputt. So, alle mit Arachnophobie abschalten, bitte. Ja, was heißt hier Arachnophobie? Ich hole mir eine Spinne als Haustier. Hä? Ach, guck mal, direkt noch ein Händler. Jetzt kannst du dein Schwert verkaufen. Ja. Was hat der? Was kann ich mir kaufen? Ich kann mir selber Schloss holen. Was macht das? Ich hab mal den Job übernommen, ey. Kann man nicht mehr. Da ist wieder Alk für Kai. Na. Oh, Panzerknacker, aber nee. Kai, hast du eigentlich schon eine bessere Waffe? Nee, ich hab nur einen kleinen Hammer. Dann wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir keine. Hat nicht einer von uns einen Hammer gerade eben bekommen? Die kann Alkai auch nutzen. Ich bin bei der Rüstung interessiert, was es da so gibt. Das wäre zwar ganz nice wegen Crit-Chance, aber ich habe das Geld nicht. Ich bin arm. Das ist eine Rüstung für unseren Holzfäller. Klar, mehr wie sonst. Darfst dich hinter mich stellen? Stell du dich gefälligst vor mich. Das darf ist doch dasselbe. Erwarten, ist doch halt dasselbe. Bewegt deinen Arsch mit der Kanone. Er ist zu fett. Ich brauche dafür zwei sekundäre Aktionen, aber Shining hat sie sich gesnackt. Die brauche ich ja auch, damit ich heilen kann. Die brauche ich zum Heilen. Bin ich halt komplett stationär. Oh Kai, du bist so nett. Kai, es ist, ich glaube, Dreschen ist zur Seite, oder? Nee, Dreschen ist Einzel. Na gut, Dreschen lohnt sich gerade sowieso mehr. Get aim! Nee, ich habe aim, der ist nur gedodged. Kai, ich danke dir, dass du mich direkt von Anfang an beschützt. Aber ich find's eigentlich ganz gut, dass wir alle eigentlich mit anderen Stats kämpfen. Ich kämpfe. Ich kämpfe eigentlich mit dem gleichen Stat. Ja. Hey! Guck mal, da hinten klebt was. Ja, die Spinne klebt jetzt an der Wand. Ich glaube, die Spinne hat's hinter sich. Ich glaube, ich habe die Spinne an die Wand geklatscht. Mit dem Flächenschaden müsste ich eigentlich auch die Felder unter ihnen elektrisch machen.
Ja, würde es funktionieren. Lern treffen. Ich hab doch getroffen. Die Spinne weiß nicht, wie es geht. Genug. Geh weg, Spinnchen. Um Gottes Willen, wenn ich die einmal elektrisiere, können die nicht mehr angreifen, die Spinnen. Das Buch ist OP. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht angreifen, ne? Das ist ein bisschen du schwierig. Kannst dich nicht bewegen, das stimmt. Kannst du mich davon kurieren, Kai? Ich glaube, er kann nur sich selber damit anvisieren, oder? Doch, er könnte es versuchen. Nein, klappt nicht. Nee, das ist ja ein Feld-Debuff. Oder? Doch, das Verfangen selbst ist weg, aber du musst da weg. Ja. Das du. Auf jeden Fall. Dann geh aufs Damage-Feld. Das war der Plan. Ich kann da ja eh nicht hin, weil ich nachladen muss. Mach die Fledermaus weg. Die Spinnen kann ich mit Glück beide wegklatschen. Okay, sie ist weg. Entweder das oder ich kann sie beide elektrisieren. Stimmt. Wenn ich jetzt gut treffe, sollten beide Spinnen tot sein. Du kannst gerade noch kriegen beide 8 Damage mindestens, wenn du zwischen die schießt, also. Doch, die Kanone kann tatsächlich sogar aufs leere Feld zielen. Okay. Die Kanone kann überall hinziehen, tschüss. Wenn du jetzt verfehlt hättest, ey. Ich hab sie größer gemacht. Lass die Spinnen doch nicht wachsen, du. Der hort da schon wieder, er hat das einzige Geld. Was soll ich machen, wenn es da nichts gibt zum Kaufen? Ich hab am wenigsten. Ja, ich musste gerade nur ganz genau hingucken. Ich brauchte gerade kurz meine Lupe. Ihr beschwert euch halt immer, dass ich so viel Gold habe, aber was soll ich denn machen, wenn es nichts zum Kaufen gibt? Ja, in dem Fall hast du ja auch recht. Wenn du es jetzt gut machst, dann kannst du beide Schwingen, beide Fledermäuse gleichzeitig töten. Fuck, die sterben nicht. Ich töte sie. Geh du auf die Spinnen, Shining. Ja, aber ich töte die Fledermäuse. Ich würde dann. Die töten sich wirklich selber. Oh, die hat nicht mal getroffen. Schade. Nee, lass die Fledermaus in Ruhe. Wenn ich den Flächenangriff mache, dann stirbt die sowieso. Zieh lieber auf die drei Spinnen. Boom. Hui. Ich liebe es, wie sie wegfliegen, wenn sie von der Kanone getroffen werden. Lol, die eine Spinne ist einfach hinten in diesem komischen, was auch immer gelandet. In dem Becken da. In was auch immer. So, die linke Spinne könnt ihr ignorieren, die ist elektrisiert. Haut mich mal, ich kann mich ja eh nicht bewegen. geh ruhig auf die rechte. Die linke, die kann eh nichts machen. Und die kann ich eh kaputt machen. Hast du sie gerade aus der Welt geschossen? Ah, okay, sie kann jetzt kann sie nichts mehr machen. Entschuldigung. Das war so ein starker Schlag, die hat die Spinne durch die Höhenwand geschossen. Da muss doch irgendwo ein Loch in der Wand sein. Ich such's gerade. Nee, das war pure hohe Gewalt. Warum hab ich so wenig? Und Funny. So, warte, eigentlich müssten wir alles Ginseng Kai geben. Der frisst irgendwie die ganze Zeit das Gift. Das kriegt der da mal. Eis in der Wille, du hast nochmal Alk gefunden. Junge, du findest andauernd dein Alk, aus welchen Gründen. Ey, die Findungsfähigkeiten aktivieren sich diesmal wesentlich häufiger als beim letzten Mal. Letztes Mal hat sich das eventuell ja so irgendwie gar nicht getriggert. Da ist egal. Das ist für mich. Ich geb mein Glas dann einfach einen von euch beiden. Wer will's? Ich kann's nicht. Ich würde sagen, Sunny, der kann wahrscheinlich am meisten laufen. Ja, das ist für Sunny. Oh, ich würde ihn nehmen wegen dem Giftschlag und weil er besser trifft. Aber, du kannst das so sehen. Die Glewe, die schlägt geradeaus durch, der Speer, der schlägt zur Seite durch. Stimmt, der hat Spalten, ne? Ja, dann nehme ich den Zack. Ist egal, wer es. Das. Ich nehme das. Verkaufen. Ich gebe dir dann, sobald ich kann, das Teil rüber, das Glas. Sobald ich dran bin.
Verdammt, ich hätte immer noch nicht genug Geld für den Gummihammer und die Katze. Kai war, glaube ich, dran. Ich kann eh nichts tun, dann beende ich und ich bin dann mal weg, was essen gehen. Ja, ich übernehme so lange für dich, ne? Ich mach meine Maus auch aus. Warte, kann ich eben kurz machen. Ich mach eben kurz deine Maus aus, dann kannst du nicht aus Versehen was drücken. So. Gut, dann beende mein Zug noch für mich. Dann bin ich jetzt weg erstmal. Alles klar, bis gleich. Wie tot soll er sein? Ja. Ich glaube, er ist auf eine Mine getreten. Ja, rein zufällig. Aber leider gab es nicht so viel Gold, wie ich gehofft hatte. Nee, bei den normalen Gegnern ist das selten viel. Das ist übrigens offenbar... Wir haben ihn direkt, glaube ich, gefunden! Das ist er! Das ist er. Wir haben ihn direkt gefunden! Hinter! Let's go! Let's go! Wir müssen nicht lang suchen! Endlich finden wir einen von den Penner mal instant! Verpasst. Shining? Shining? Ja, ich wollte das hier an Sunny weitergeben. Ich hab dir ja den Zauberstab finanziert, oder? Kannst du mir den Gummihammer finanzieren? Ich möchte den einfach nutzen. Mitsamt der Katze. Ich bezahle einfach nur meine Schulden. Ich will halt gerade einfach so gerne den Gummihammer nutzen. Zuallererst holen wir uns den Penner da. Ach, leck mich doch am Arsch. Das wäre was für mich. Nee, das war eine Falle. Ich hätte so oder so nichts einen von euch geben können. Ich weiß, aber das wäre halt eigentlich gut gewesen, wenn ich da drin gelandet wäre. Investiere ruhig einen Fokus, du musst nur zwei Felder dran stehen. Dann bist du in Reichweite. Einen Fokus müsstest du investieren, dann bist du in Reichweite. Reicht das nicht hier? Nein, du hast die Unterstützungsreichweite geht nur für Akaya. Der hat irgendwas, das Unterstützungsreichweite gibt. Ja, die Kanone. Ah. Na dann, Nakaya, geh triggern, falls du rankommst. Oder auch nicht. Ich komm nicht ran. Ja, dann komm wenigstens her. Oder ich bleib einfach stehen, damit ich näher am Nachtmarkt bin. Komm sicherheitshalber ein Fett näher. Ich bin noch garantiert im Kampf, das siehst du doch. Ja, ey, dann machen wir so. Zack. Da bin ich aber nicht. Zack. Doch, bin ich. Hier, da wäre ich eigentlich auch noch im Kampf gewesen auf dem Feld hier. So, dann trigger ich mal, ne? Wir haben den Penner ja diesmal instant gefunden. Ja, was für ein Penner. Es ist nicht mal eine Beleidigung, es ist wirklich der Obdachlose. Ich muss aber jetzt gleich sofort zum Nachtmarkt. Ich will den Gummihammer und die Katze. Der alte Wagen von der Zeit gezeichnet verbirgt seine Geheimnisse hinter seinen stabilen Gittern. Endlich müssen wir mal nicht 10 Jahre suchen. Ja. Ich habe schon Bilder, möchte dir das nicht zeigen. Wenn wir hier fertig sind, kommst du in meine Sammlung. Wen von uns meint er? Er kommt in unsere Sammlung. Ich glaube, er meint den Säufer. Oh Gott, Junge. Junge. Den krieg ich nicht tot. Nutz das Ausweichding, Sunny. Und geh ein bisschen näher zu Kai. Du hast nur eine Zusatzaktion, geh zu Kai. Dann mache ich gleich eine Gruppenheilung, wenn Akaya sich dahinter stellt. Ja, ich kann mich ja im ersten Zug bewegen, da meine Kanone ja nachgeladen ist. Ja, stell dich hinter Kai. Ja. Mach ich auch. Dann mache ich Gruppenheilung auf euch drei. Ja, wahrscheinlich nicht. Und kaboom! Okay, ich muss den Schaden hauptsächlich machen. Ich versuche ihn aber erst Elektrizität zu verpassen. Der hat ja physische Verteidigung. So, er trifft beschissener. Hoffentlich beschissen genug, dass wir das überleben. South Party! Oh Gott. Kai muss provozieren. Ja, ich würd's gern. Du Scheiße. Junge, der hat gar keinen. Oh Junge, der hat einen reinen Angriff. Okay, nicht aneinander stehen. Sunny geht da wieder weg.
Wir dürfen nicht aneinander stehen. Du hast die Gruppenheilung hier abbekommen. Du hast deine Heilung bekommen, geh weg. Hintereinander ist okay, nebeneinander nicht. Du kannst ihn in der Theorie vergiften. Aber nicht so. Ja, du musst halt perfekt treffen, sonst machst du keinen Schaden. Ja. Der hat so viel Abwehr. Keinen Schaden, wenn ich nicht treffe. Aber ich treffe zum Glück gut. Vor allem, wie viele Immunitäten der hat. So, jetzt kann ich ja auf die Feuerroute gehen, der hat seinen Elektro. Kaboom. Er hat Elektro also, und Brand. Ich mach gefühlt fast so viel Schaden wie du, Shining. Was? Obwohl er physische Verteidigung hat. Und bam. Ich glaube, ich wechsle auf den anderen Hammer gleich. Was willst du von mir? Provozieren hat aufgehört und Kai hat kein OP-Verteidigung mehr. Ja, das gilt halt nur für eine Runde offenbar. So, wieder da. Wir haben den erinnerst du dich an das lolerliefende Ding, dass wir haben den Penner Instant gefunden? Das war der Typ, den wir suchen. Und du hast jetzt kein Gewürz rum mehr, Kai. Ja, das habe ich gehört. Okay. Ich muss aber gleich so schnell zum Nachthändler. Ich will mir unbedingt den Gummihammer und die Katze holen. Um Gottes Willen, ich bin der Einzige, der Schaden macht. Hallo, wenn ich treffe, mache ich auch Schaden. Zumindest 9. Willst du irgendwas saufen? Der hat aber auch insane Verteidigung auf dem Level, auf dem wir gerade sind. Ja, knall mir mal das Eisendings rein und provoziere mich. Mach nochmal provozieren. Ach stimmt, ich musste die Maus ja noch geben, ne? Soll ich eben machen oder musst du direkt wieder weg? 20 Minuten habe ich, das Essen war nicht angedrückt. Wir dürfen übrigens nicht nebeneinander stehen, Kai. Der hat Reihenangriff. Hintereinander ist allerdings okay. Ciao! Er hat unseren Heiler gekrittet. Das ist nicht. Möchtet ihr mich vielleicht wiederbeleben? Ich frag ja nur. Naja, tut mir leid, Sanja, aber das ist nun mal die Wahrheit. Du machst alles gut. Ich beweg mich nach rechts. Kai, stell dich bitte vor mich. Der bringt mich instant um. Ich kann mich nicht bewegen. Ich brauch den Schild eher. Oder wir töten ihn jetzt. Kai, bitte beschütz mich. Nicht möglich. Beschütz mich, Kai. Kaboom. Mach erstmal Damage. Ich mach zumindest Schaden. Das ist mehr als Hanni und Kai. Beschütz mich. Kann sowieso nicht viel anders machen, aber dann zieh ich zumindest die Aggro. Ja, so krieg ich zumindest nicht auch noch auf die Fresse. Der Typ macht so ordentlich Schaden. Jetzt vergift ihn endlich mal. Ich versuch's. Ja, ich seh's. Eigentlich. Lern treffen. Ich hab halt keinen Fokus, in den investieren können. Hier, so trefft man. Soll ich mal zeigen, wie das richtig geht? Hallo, ich hab das Bestmöglichste gemacht, was ich konnte. Und so geht das auch nicht. Ach komm. Wenn du den anderen Hammer nimmst, kannst du ihn eventuell umbringen. Der hätte genügend Damage. Der hätte locker genug Damage. Warum sind die HP-Waffen immer so OP? Abgesehen davon, dass die halt... Tschüss! Ich sterben. Wir haben den letzten Charakter freigespielt. Oh, guck mal. Ja. Haben sie gratis nochmal bekommen. Jetzt brauchen wir keine Erkundung mehr und ja, gib mal rüber, auch wenn ich sie wahrscheinlich erstmal nicht nutzen würde. So, wer will einen Obdachlosen spielen? Ich nicht. Rette den Krötenschlechter aus dem Söldnerwagen. Ach, das war ein Söldner und nicht der Penner. Ach, Mann. Okay. Ihr kriegen Menschen meint, wo ihr werdet Helden, weil ihr den mächtigen Krötenschlechter befreit habt. Was? Bildet euch mal nicht so viel auf euch ein. Freiheit ist mein Geburtsrecht. Okay. Weißt du, wer das ist? Das ist der OP-Dude aus dem letzten Teil. Macht euch bereit, mit Blutvergießer. Gemeinsam werden wir unseren Feind ruhmreiche Gewalt antun.
Das ist der OP vom letzten Mal, nur nicht ganz so OP. Ey, ist auch in Ordnung. Der ist stärker als wir alle, glaube ich. Ich heil alle, die Schaden haben, passt. Ja, und ich muss jetzt zum Nachtmarkt. Ja, ein Feld ist hier noch auf der Insel frei. Lass das überprüfen, ob das jetzt eventuell der Penner ist. Ich darf ungestraft Penner sagen. Ich würde aber an deiner Stelle erst zum Pfeifentypen hingehen, Sunny. Gleich ist der eventuell weg. Das ist wahr. Das Feld rennt ja nicht weg, die Pfeifen schon. Dann zieh das Fernglas an, dann machst du einen Schritt dahin, dann wird es aufgedeckt. Was war denn eigentlich nochmal meine Unique-Fähigkeit? Kann ich gleich gucken. Erstmal solltest du ja das Fernglas mal ausrüsten. Eine von deinen Fähigkeiten ist, dass du unabhängig von der Geschwindigkeit zuerst agierst. Das war flink. Das war, was ich mir gegeben habe. Ich meine, die Fähigkeit, die ich von vornherein habe als Charakterfähigkeit. Okay, da geht einer auf Erfahrungspunkte. Ja. Okay. Sunny ist einfach basically oben ohne gerade. Na, schade. Mein Rum ist weg. Nein, er kann nicht mehr saufen. Nein. Ich glaube, wenn du zum Hafen gehst, da ist ein Geisterschiff. Haus des Rituals. Ach, guck mal, das passt sogar zu dir. Aus dieser abgelegenen Kapelle kann man harmonischen Gesang hören. Kannst du investieren? Nein, kann ich nicht. Das zeigt, glaube ich, das Zeichen da an. Also. Dieses Warum ist mein Rum weg? Ich hatte gerade was von Pirates of the Caribbean im Kopf. Oh Mann. Tollpatschig. Warte mal. Ja. Ach, ist eh egal. Er hat kein Talent, deswegen. Das ist okay. Das ist okay. Talent. Talent ist eh Wumpe. But why is the rum gone? Der Rum ist weg, nein. Okay. Diese Loche müssen wir dann kriegen. Wir sollten jetzt langsam zu den Lochen hin. Die dürfen nicht ankommen. Wir müssen rüber, um die Lochenlieferung an die Häfen aufzuhalten. Genau. Und ja, aber der Gummihammer ist erstmal wichtiger für mich. Nein. Doch. Wir laufen eh in die Richtung, wenn wir da hin müssen. Das ist ein kleiner Abstecher, das ist wahrscheinlich okay. So, erstmal brauche ich hier die Katze. Möchtest du dann gleich wenigstens den Spiegel an Kai weitergeben? Kann ich. So. Wie viel macht er denn jetzt überhaupt? Der Schaden ist, glaube ich, nicht so hoch. Das ist halt eh. Der Glückwert ist halt eher, wie wahrscheinlich ist es, dass ich damit treffe. Das ist das Einzige, was die Werte beeinflusst in erster Linie. Nee, wie wahrscheinlich ist es damit, dass du damit kritisch wäre Glück. Nee, Glück ist generell Crit-Chance. Oder? Ja, aber die Werte sind auch generell, wenn die Waffen sie benötigen. Ja, wie wahrscheinlich die treffen, das stimmt schon. Ach, das meinst du, ja gut. Das beeinflusst den Schaden overalls halt eigentlich nicht, zumindest nicht den Endschaden. So, ich hab mal für dich einfach weiter gedrückt. Nimm du dir das Gold. Oh, ich bin spendabel. Er hat Spendierhosen angezogen heute. Nee, er hat die Säuferhosen an. Ich hab kein Angriff auf Geld. Ja, du verläufst es wieder. Und das ist ja nicht mal gelogen, das machst du ja wirklich. Das ist Leichenschändung, Kai. Scheiß dich drauf. Du gehst doch davon eh nur wieder saufen. Oh, was für dich? Das ist eine bessere Keule. Sogar mit Elektrizität drauf. Die ist halt tausendmal besser. Ist halt so. Als ob das Spiel das Spiel weiß einfach, dass er ein Säufer ist. Der ist komplett heilt, by the way. Vor allem, ich habe es sogar gesagt, er plündert die Leiche zum Saufen. Ich habe auch gesagt, er nutzt das doch nur zum Saufen, ey. Er hat den Alkohol gerochen. müssen alle zu dem Hafen, oder? Ich glaube, wir werden gezogen. Weil es ist ein Boot. Das
Wollen wir das Lager nochmal klatschen? Wir müssen da alle hin. Oder war der gerade auf dem Wolf? Das ist ein Lager. Das ist ein Wolf. Also jetzt gerade würde er nur alleine in die Schlacht ziehen. Nee, doch. Ja, doch. Lager haben ja nicht so eine große Reichweite. Obwohl, Kai wird mitgezogen. Nein, er ist zu weit weg. Lager haben nicht die Reichweite dafür. Der Geruch von Holz, Salz und Fisch liegt in der Luft, sobald du dich dem Hafen näherst. Blub, blub. Welcher von denen ist der nervigste? Was würdet ihr so sagen? Der Nimrod und der Hexer, weil die mehrere treffen können. Okay, und gerade. Warte, Spalten! Mit Spalten hättest du doch beide getroffen. Ich wollte eigentlich Gift verteilen. Ich wechsle auf mein Elektrobuch, dann schieße ich alle vier ab. Warum machst du nicht jetzt deinen AOE-Angriff? Weil er dumm ist. So, Blitze! Alle außer den Hexer bisher. Die Felder sind ja elektrisiert, nicht der Charakter. Der Hexer kann eh nichts machen. Ich glaube, am ehesten liegen ganz links, der wird wahrscheinlich rauslaufen. Das war der Plan. So, jetzt sind die alle elektrisiert. Es ist doch wunderschön. Dann treffen die nämlich schlechter. Krauslauf nutzt den nächsten. Weil ich sehe gerade, mein Bonkhammer ist einhändig. Das heißt, ich kann noch ein Schild nutzen. Ja. Im Prinzip ja. Ich hab meine Waffe gefunden. Ich bonk jetzt erstmal alles weg, bis es nicht mehr geht. Noch funktioniert der Hammer, ja. Also den haben wir blockiert, den können wir ignorieren. Der ist jetzt irrelevant. Ich bin. Ja. Oh, war ein Crit! Wen soll ich bonken? Mama, ich würde den ganz links sagen. Auf die anderen beiden können wir AOE machen. Den Militanten? Ja, in dem Veganer. Dem wird der Veganer gebonkt. Ich mache einen Elektroregen. Geh ruhig auf den Hexer. Den Nimrod, den können wir ja komplett ignorieren. Der ist gerade unfähig, überhaupt was zu machen. Die haben immer noch ihren Elektro. So, und er finisht jetzt. Triss nicht. Ich hab seine... Ja, das ist der Nachteil, wenn du eine Punktwaffe hast. Wenn du einmal geschockt bist, hast du Arschkarte. Ja. Aber man... Ja komm, du hast so wenig Geld. Oh. Den schnell genug wegklatschen. Zwei Stärke, ja. Okay, ich gehe glaube ich doch wieder auf die Kanone. So, jetzt sollten wir eigentlich ein Schiff geschenkt bekommen. Glatze spricht Glatze. Geht, diese schleimigen Dinger verursachen bei mir Gänsehaut. Bin ich hier selber von wie von vorhin? Na, jedenfalls wirst du das hier brauchen. Warst du schon mal auf dem Wasser? Das ist, als würde man ein Boot an Land fahren. Nur, dass man es nicht auf Land fährt. No shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Geh zur Holdpfennig in Kronberg. Sie ist echt klug und unheimlich verlässlich. Bei ihr bist du in guten Händen. Ich dachte von dem Namen erst, das wäre ein Kerl. Same. Tannenzapf, der alte Gauner, ist an folgendem Ort. Elderen.
Er ist ungefähr so schlau wie eine Schnecke, aber angeblich will er uns irgendein Angebot machen. Wie schlau sind Schnecken denn überhaupt? Sie sind nur langsam, aber wie... Hallo, Schnecken sind nicht langsam. Hast du jemals gesehen, dass die Schnecke irgendwie zu dir gekommen ist? Die sind einfach immer sofort da. Also ich habe noch nie gesehen, dass eine Schnecke irgendwie zu dem Ort hingekrochen ist, wo sie hingekrochen ist. Ich empfehle dir zuerst einen Besuch bei Herzbrecher. Bei ihr bekommst du wichtige Vorräte. Du findest sie an folgendem Ort. Schilfingen. Okay, jetzt haben wir eine ganze Reihe. Okay, Kai kann hier jetzt ein Boot rufen. Und wir werden dann sowieso alle da, glaube ich, hingesogen. Oder? Kann leider nicht. Wir haben nur ein dreckiges Floß. Ich kann leider nicht drauf, weil ich keinen Fokus mehr habe. Kannst du mal in den Laden gucken? Doch, du hast noch einen Fokus. Ja, vielleicht wäre ein besseres... Panzerschiff! Wir könnten für ein gutes Schiff zusammenlegen. Das Floß, das wird halt kaum was aushalten. Ja. Das Schiff. Panzerschiff. Für sich. Galeone. 52, 92, 100, 130. 161 haben wir insgesamt. Wir könnten uns das Segelschiff leisten. Panzerschiff. Kai, du kannst, glaube ich, kannst du nicht deine Hämmer hier verkaufen? Den einen oder anderen? Ja, es reicht fürs Segelschiff zumindest. Achso. Ein Floß ist halt so schnell kaputt, das glaubst du gar nicht. Es gibt aber einen Erfolg dafür, wenn man mit dem Floß untergeht. Aber den müssen wir jetzt nicht provozieren. Oh. Jungs, wir können uns aufteilen. Mein Schiff. Nein, du musst die Gruppe mitnehmen. Mein Schiff. Nee, du musst die Gruppe mitnehmen. Ich hoffe, die hat den Namen Black Pearl. Nein. Das ist die dicke Bertha, das Schiff. Ich muss gar nichts mitnehmen. Ich kann nicht umgehen. Das ist jetzt die dicke Bertha. Nein, es ist mein Schiff. Das ist die dicke Bertha. Shining, da bist du doch auch für, oder? Das ist jetzt die dicke Bertha. Ich nenne das Boot Siegfried. More like Siegfried. Okay, wir taufen das Boot auf Siegfried. Ich hab die Ätzhände schon. Weil das den Kraken generell von uns fernhält. Aber wie lange? Für ein paar Runden. Du willst den Kraken noch nicht sehen. Nee, ich dachte, wir könnten es auch im Kampf machen. Nein, das funktioniert nicht im Kampf, das hält ihn von der Karte aus von dir fern. Ah. Wenn du im Kampf bist, ist es schon zu spät. Nein, der erscheint random, du siehst das nicht. Okay, da ist die Lore, die müssen wir aufhalten. Und sie fährt nach unten. Das war deiner, Sunny. Eine neue Lore ist auf dem Weg zu einem Hafen, halte sie auf jeden Fall auf. Könnt's versuchen. Nein, der kann uns klein bebohren. Sollten Möwen uns nicht eigentlich helfen? Nee, die ist tollwütig. Da ist der Wagen. Ach, der will wahrscheinlich hier zum untersten. Fahr doch ruhig am Rand entlang. Das Boot können wir von überall ausrufen, gratis. Also jetzt einmal an Land. Wann bewegt sich das Ding denn? Ich glaube, nach einer kompletten Runde. Und das kann dadurch, dass es dort Weichen gibt, glaube ich, jeden Hafen abfahren. Ja, die Frage ist, zu welchen der fahren will.
Das können wir, glaube ich, nicht sagen, weil es halt Weichen gibt. Hey, guck mal, da gibt es ja eine Kreuzung, wo der in zwei verschiedene Richtungen abbiegen kann. Das ist ein Fragezeichen. Wo? Oh ja. Muss ich aber vorher kloppen alleine. Guck mal, ich glaube, der hat auch schon was gesoffen. So wie der aussieht, ja. Das klappt nicht, das. Sag ich doch. Hätte ja klappen können. Du kennst den Glück. Wahrscheinlich stirbst du, weil du keine magische Verteidigung hast. Nee, der macht kaum Damage. Er hat Glück. Das war der AOE. Das ist egal, der Debuff. Bin ja eh nur ich. Wenn das passiert, stirbt er trotzdem an dem Schosch. Was ist das für ein Feld? Das ist eine random Aktion. Und er hat abhauen gewählt. Ja. Warum? Mann, hätte er ihn nicht töten können. Du hättest dann dich wegbewegen können. Jetzt sind deine Bewegungsfelder weg. Wenn du abhaust, sind deine vorherigen Felder, die du zur Verfügung hattest, weg. Ach, der ist ja nicht weit weg. Durch meine Berührung wird Varul verwelken und sterben, denn ich bringe Verderb und Verfall. Die Goblins werden über den Ruinen herrschen. Das war der Boss vom vorherigen Kapitel. Der ist jetzt einfach nur noch ein Miniboss. Dabei sollte er doch eigentlich tot sein. Oder nicht? Komm, Rache. Jetzt gibt's Rache. Ja, eventuell bewegst du dich, wenn du auf dem Verwirrungsfeld stehst, ne? Ich wusste ja nie, was das macht, weil das bisher noch nie eingetreten ist. Hui! Ach, jetzt hat er Saltus gelernt. Wir sind beide pleite. Oh, das ist was für mich. Wann kriege ich endlich mal Rüstung? Ich habe immer noch überhaupt. Wir haben alle kaum was! Ich habe keine. Wir haben alle nix! Ihr habt teilweise wenigstens schon Kleidungsstücke. Ich habe gar nichts außer die Kanone. Oh, Kirsche. Die Chaoskrieger haben den Menschen viel genommen. Einigen sogar den Glauben. Okay, ist eh nichts für mich. Ja, Gruppen-EP. Sollte reichen. Hat sich gelohnt. Jetzt müssen wir nur wissen, wo. Warte mal, mal kurz gucken mit wegen der Lore. Wo gammelt die? Okay, das sehen wir nicht mal. Die, ich glaube aber, dass hier unten das Verbindungsgleis für alles. Also die kommt definitiv hier vorbei, glaube ich. Zumindest sieht es so aus. Also eigentlich brauchen wir nur den Gleisen da folgen. Wir haben halt verloren, wenn einer davon durchkommt. Beziehungsweise wenn mehrere durchkommen. Komm. Da ist irgendwas. Ist das vielleicht der. Nee, das könnte wieder so ein seltener Wagen sein. Es könnte halt beides sein, ne? Ich kämpfe gerade erstmal gegen die Maus. Boah, was ist das? Ein Heiligtum. Ausweichen und Immunität gegen Hinterhalt. Ist was für Sunny eher. Ja. Wann kommt endlich das, was mir was bringen? Ich möchte auch endlich mal ein vernünftiges Heiligtum. Ich hatte bisher ja noch gar keins. Ein Heiligtum hatte ich ja, aber es war kein vernünftiges. Piratenversteck. Wer in der Unterwelt ist, hat einen zynischen Abstieg hinter sich. Ich glaube, das kommt noch storybasiert. Ja. So wie es aussieht. Also mal, ihr könnt versuchen reinzulatschen, aber ich glaube, das kommt storybasiert. Hm. War da weiter unten noch ein Hafen? Ja. Ja.
Ach, das ist das vom Moorsäufer, so negative Felder ein paar. Das geht doch noch. Ja, das ist Solange die nicht. nicht permanent sind. Ja, hol die mal. Okay, es reicht aus, wenn man drüber läuft. Ist, glaube ich, irgendwas Vergrabenes. Das Verdächtiger ist der Erdhügel. Erzhut. Ja, wenn einer das Gift kassieren will. Warte, investier noch deinen Fokus. Bin doch dabei, bin doch dabei. Komm mal, Zephyr, könntest du in ein Gift reinlaufen und das neutralisieren? Du bist eh schon vergiftet. Ich komme hier unten aber nicht hin. Mit Fokus schon. Ja, aber, zwei müsstest du noch investieren. Ah, okay. Pulverfässer sind bis zum Rand mit Sprengstoff gefüllt. Im Parul werden sie meist von Bergleuten und Piraten an verschiedensten Zwecken eingesetzt. Tabu? Ich glaube. Tabu? Warte mal, nutzt man das oder explodiert es in deinem Inventar? Na gut, kannst dann ja gleich wieder durchs Gift zurücklaufen. Ich meine, du bist eh schon vergiftet. Ja. Wir müssen aber auf jeden Fall Säurefelder meiden. Die zerstören Ausrüstung. Die beschwört er nämlich auch. Zerstören die auch Waffen? Die zerstören Ausrüstung, also ja. Waffen, Dann habe ich Rüstung. was zu befürchten, weil dann geht meine Waffe definitiv kaputt. Ja, dann kaputt schlagen gehen. Da links unterhalb von dir ist der. Naja, sieht so aus, als müssten wir den ohne Sunny fertig machen. Ja, Zani, du bräuchtest so lange, bis du da bist. Hier unten rum. Ist das ein Dungeon? Ja, dann, das ist ein Dungeon, ja. Ist noch mal was gefunden. Besiege die Geister im Innern, bevor sie auf der Zeitleiste erscheint oder macht sich ihre Wirkung gefasst. Warte, welche ist es? Banditenhochburg. Der Banditenkönig, das war, glaube ich, der ständig die Preise hochgeschossen hat. Unangenehm. Ja, da kannst du ja reingehen, sobald wir da drin fertig sind. Da Sobald wir hätte den ich was Moorsäufer drauf. verprügelt haben. Hier wollte ich drauf. Genau, hier gehen wir dann gleich hin. Hier oben ist der Nachtmarkt. Hier ist noch ein Städtchen. Adalind, da will ich auf jeden Fall. Ja, Nachtmarkt schalten, bitte. wir müssen da sowieso hin. Questbedingt. Unnütz. Das wäre für mich was. Ja, die Handschuhe wären nicht schlecht. Vor allem der Angriffsschaden, dann macht die Kanone noch mehr Damage. Sunny killt sich hier noch selber durch Gift, welcher jetzt weg ist. Ein Feld. Was ist Bitte? das? Ist das unserer? Verlorener Den finden wir Gefängniswagen. noch. Doch, das könnte der sein. Eine zerzauste Ja. Person, das ist der 100 Pro! Aber lass trotzdem erst den Moorsäufer machen, dann ist Sunny Unser auch hier drüben. Penner! Wir machen erst. Da ist der Penner! Das müsste der Penner diesmal sein! Da ist unser Aber wie Penner! gesagt, wir machen den, sobald wir den Moorsäufer platt gemacht haben, weil dann ist Sunny auch hier drüben. Guck dir mal das Ausrüstungszer an, was ist dort gleich in der Küche. Ach, ihr seid es. Ihr habt mich erschreckt. Meine Güte. Ich hätte niemanden erwartet. Brechleise wollen keine Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Die Königin hat ihre Wasseraugen überall, wisst ihr? Ich habe die Routen der Lore in diesem Teil der Insel mit etwas Magie ausgeforscht. Ich hab auf der Karte eingezeichnet, damit du nicht im Blindflug unterwegs bist. Ich war einfach nur vorsichtig da draußen, ja? Außerdem habe ich das hier erschnort. Ist aber nichts Großartiges. Die Vorräte sind ziemlich knapp, wisst ihr? Aber nehmt euch, wenn es euch nützlich erscheint. Oh. Ich finde eine Portalschriftrolle. Oder zwei Teleport oder drei Visionsschriftrollen, wobei Vision und Teleport eigentlich. Weil Teleport bringt nur einer Person was. Visionsschriftrollen bringt mir, glaube ich, der bringt uns, glaube ich, derzeit nicht mehr so viel, weil wir haben Die den Weg bringt uns nichts mehr, gefunden. weil wir den Obdachlosen haben. Ja. Ich glaube, die Portalschriftrolle ist noch am nützlichsten, weil wir uns zwischen den einzelnen Lorenwegen hin und her porten können. Genau, das sehe ich nämlich auch so, dann nehme ich die mit. Und jetzt So, zeige ich mal Questwelt. die Belohnung für meinen Gegenstand. Hier drei Angriffsschaden und zwei Stärke. Ja, die hat ja auch schon mal.
Die sind richtig geil für mich. Vor allem, der macht die Kanone dann, einfach noch mehr. Dann hätten wir noch das Ding, aber keiner von uns kann wirklich Talent benutzen. Keiner nutzt Talent. Wir haben, keiner von uns hat über 60 Talent. 40 Gruppen-MP und 80 Gold. Nicht ein einziger von uns hat auch nur 70 Talent, also unnötig. Aber guck mal, ist ja sogar relativ schnell. Genau, klärt mich mal auf, was Phase ist. Muss einfach nicht. Weil der gerade, Der macht Gift und genau. Säurefelder. Und Säure wollen wir überhaupt nicht. Gift ist weniger relevant, aber Säure wollen wir. Ja, Säure zerstört unsere kann unsere Ausrüstung Säure zerstören. Würde sofort meine Waffe kaputt machen und dann wäre ich nutzlos. Oder Rüstung. Ich habe keine Rüstung. Jo, das ist ein Du-Problem, würde die Waffe kaputt machen. Das ist ein Du-Problem, ne? Diese Handschuhe sind mein allererstes Rüstungsteil, was ich bekommen würde. Dann auf. Und der Banditenkönig ist auch wieder hier als Geisel. Hässlicher Moorsäufer. Euer Kommen zeugt von Mut, aber nur Narren würden mich herausfordern. Man nennt mich Moorsäufer. Ich bin der Bote des Zerfalls und der Meister des Gifts. Ihr werdet das noch bereuen, euch mit mir angelegt zu haben. Nein. Ich kann mich irgendwie kommt das mir so vor, als hätte er ja schon mal gesagt, dass wir es bereuen würden, uns mit ihm anzulegen. Ich weiß aber nicht woher. Ich würde auf die Front einfach AOE reinklatschen ohne Ende. Genau. Einfach rein Aoin. Gehen rein. Dem Moorsäufer werde ich auch meine Kanone gleich begrüßen lassen. Autsch. Autsch. Das gibt Rache, du hässlicher Moorsäufer. Boom. Clean. Mach doch den Aoi. Da will ich sofort weg. Dann musst du Shining aber auch am besten bewegen. Ja. Ach, dann mach du. Ich wollte gerade übernehmen. Ach so, ja, ich übernehme Shining, das passt schon. Mach mal. Ich bräuchte echt nochmal einen Bogen. Du hättest das lieber auf die Seite von Moorsäufer machen sollen, denn würde Moorsäufer garantiert geschockt werden. Wobei ich nicht mal weiß, ob der geschockt werden kann, actually. Kann er, glaube ich. Der hat Punkt. Das heißt, da sind noch ein paar weitere Resistenzen. Ja. Na super. Und welche das sind, ist. Da. Er kann tatsächlich geschockt werden. Er hat Giftresistenz. Er hat eine Wasserresistenz, aber er hat keine Schockresistenz. Er hat aber auch eine Betäubungsresistenz, also mein Bonk bringt nichts. Ja. Sonst hätte ich ihn bonken können. Aber diese Handschuhe werden richtig schön. Einfach 3 Damage, ey. Kannst du die Handschuhe gleich holen? Ja. Bin jetzt wieder da. Das ist eine Laufquest übrigens. Weißt du, wenn ich mal nicht da bin, dann trifft der Scheiß. Ja. Weil nicht du den benutzt hast. Und der überlegt gerade, was er macht. Gebt dem Instant Shock. Ah, dodgig. Der Moorsäufer macht auf jeden Fall unangenehmen. Warum treffen die alle perfekt? Weil die wahrscheinlich, das sah so aus, als würden die alle ihren Fokus verballern. Nicht, dass sie welchen hätten. Auch die Gegner können Fokus benutzen. Seit wann? Ein bisschen. Warte, dein Pulverfass! Da stehst du gut. Oh mein Gott. War der nicht eigentlich geschockt? Jetzt hat er den Schock drauf. Magst du mal kurz eine Gruppe vernichten? Kaboom. 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 Schlechtes Kaboom. Der da ist noch schlechter. Hallo, ich hab wenigstens getroffen. Krötenschlechter war nutzlos. Ich darf jetzt erstmal uns 3 heilen. Ja, also das solltest du nutzen.
Und am besten den... Ah, verdammt, du kannst nicht mehr Waffe wechseln. Zwei weniger! Ja, und die zwei... einen von denen kann ich locker noch platt machen. Und ja, der stirbt allein schon am AOE. Aber den Moorgoblin sollten wir jetzt als erstes noch weghauen, der da vorne steht. Ja, wenn Pai auf den geht, kann ich Moorgoblin und Moorgoblin auf jeden Fall töten. Wenn ich treffe, zumindest. Der Säufer war ja so ein Supporter eher. Nee, der hat mir auch schon einmal gut Damage direkt gedrückt. Da steht es gut. Okay. Eventuell muss man das jetzt angreifen, damit es explodiert. Ja, das tickt jetzt wahrscheinlich runter oder ach du Scheiße, heilt er wieder viel. Schießt auf dem mittleren, dann explodiert eventuell das Fass. Kaboom. Das Fass funktioniert, scheint so ähnlich zu funktionieren wie die Vogelscheuche. Ja, dass das Ding. Ich hoffe, dass der Moorsäufer da gleich reinläuft. Du musst dem Moorsäufer da ein Schockfeld hinsetzen. Das nützt nichts. Ja, dann geht das Fass ja auch kaputt. Obwohl, wenn die Felder daneben leer sind, dann eventuell. So, ich muss aber jetzt weg, Leute. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, dir auch. Wir machen ja auch nicht mehr so extrem lang. Ich gucke jetzt noch ein bisschen im Stream zu und dann gehe ich wahrscheinlich auch pennen. Ja, das Pulverfass, ich glaube, du hättest hinvisieren können, wo das hingeht. Nee, glaube ich nicht. Er hat ja einfach so drauf gedrückt und nichts mit anvisieren. Ciao. Ciao. Ja, da war's gut. Aber er hat den Moorgoblin zumindest noch mitgetroffen. Ich übernehme mal für ihn. Oh, jetzt müssen wir uns nur noch um den Moorsäufer kümmern. Und hoffen, dass er uns nicht komplett aus dem Leben nimmt. Wir dürfen uns nicht mehr bewegen, Leute. Egal, ich hatte es eh nicht vor. Kann ich nämlich auch gar nicht. Ich habe nämlich nur eine Sekunde. Ja, aber für Injakai wollte sich vielleicht bewegen auf das Feld da rechts von ihm. Wenn ich mich bewegen könnte und nachladen könnte, wäre es richtig praktisch, wenn ich da vorne hingegangen wäre. Ich glaube, der Krötenschlechter stirbt gleich. Zurück. Egal. Gut ist, der ist immun gegen Verfangen. Alter, der soll sich mal in sein eigenes Feld stellen, wenn er eh schon immun ist dagegen. Ja, ist ja gut! Lern treffen. Einfach dreimal verkackt. Provozier mal, bevor der Krötenschlechter stirbt. Bevor ich sterbe, meinst du? Dich können wir überleben, den anderen nicht. Ich kann ja eh nichts anderes tun, so. Ich kann nicht angreifen. Wie, du kannst nicht angreifen? Verfangen! Wenn, er ist doch ein Nahkämpfer. Er kann sich nicht bewegen. Aber ich kann nachladen, während ich verfangen bin. Nur weil es nur deine Füße fesselt. Wieso kann er angreifen? Weil der immun ist gegen Verfangen. Heftiger Feuerblitz! Trifft doch nicht! Hat doch getroffen. Du kannst nicht anders als provozieren machen. Drück jetzt einfach die ganze Zeit aufs Provozieren. Dann soll er mich hauen. Du provozierst jetzt einfach aus Prinzip, oder? Ja, richtig. Ja, der soll sich da jetzt mal hinbewegen, der Dude. Ach, der ist immun gegen Gift. Ja, da kann ich auch die andere nutzen. Ich
habe leider nichts für eine zweite sekundäre Aktion, sonst würde ich da vorne hin. Wenn ich nur ein Kraut dafür hätte. Ich habe Gift, okay. Ja. Ich bräuchte irgendwas gegen Gift. Mache ich dir gleich. Da steht er gut. Ich meine, das Gift beeinflusst mich jetzt nicht wirklich, aber... ist halt schon ein bisschen blöd. Jetzt ist es weg. Und da ist ein Taktikfeld und ich kann da nicht hin. Als nächstes ist übrigens der Banditenkönig dran. Ach, dann wird der ganze Kram wieder teuer. Ja. Dann müssen wir den schnell ausschalten. Ja, weil wir sonst nichts kaufen können. Hast du mal auf unser Geld geguckt? Ich weiß, wir können so oder so nichts kaufen. Ach komm! Ja, okay, natürlich. Das eine aber Ding, das hätte er du auch mitnehmen können. Nee, hätte er nicht. Besiege die Morfsäuge von versiege die Schlucht des Punkt. Des Schamanen. Geld für alle. Wissen, immer gut. Oh. Ich hätte so gerne, weil ich gar nichts habe bisher an Rüstung. Ich habe halt wirklich gar nichts. Zumindest kann ich dadurch Heilung wobei haben. Ja, dann kannst du auch Gruppen heilen. Und ich habe Immunität gegen Gift und heile mich auch selber mit der Kannst du ruhig nutzen, ich habe eh schon Gruppenheilung. Und ich habe eine stylischere Kapuze als zuvor. So, und jetzt eigentlich, wir stehen ja alle, obwohl, nee, wir wurden nur vorübergehend mitgezogen. Aber ich glaube, das ist eh eine Aktion, wo wir mit Talent agieren müssen. Geil. Das muss jemand anders als Kai machen. Ich habe auch kein Talent. Ja, aber irgendwer muss es machen. Er ist halt auch Talent verflucht, also. Dann mach ich gleich. Ich kann es versuchen, aber Sunny kann nicht. Der muss meine Handschuhe abholen. Und da ist die Lore. Da ist eine von den Loren. Warum ist da der Weg jetzt aufgedeckt? Das kam aus dem Älteren. Der Typ, den da drin war, hat uns das aufgedeckt. Ah, okay. Da ist okay, das heißt, die Lore kommt unten bei der Kreuzung da vorbei. Ja, und da ist der Banditenkönig drin. Ja, dann stell dich mal daneben. Kraftsteinlore. Ja, die bewegt sich dann schneller. Keine Ahnung, wo sie hin will, aber wir müssen sie aufhalten. Muss man die bekämpfen? Ich weiß es nicht. Da links ist die. Ja, aber die geht hier auf jeden Fall unten da vorbei. Nee, scheint, dass man draufläuft. Ja, entscheid, was du tun willst, Kai. Ich weiß nicht, was du machen willst. Dem Hafen will die wahrscheinlich, weil der Weg komplett aufgedeckt wurde. Die Loren wollen immer zum Hafen. Ja, aber die will wahrscheinlich zu dem Hafen da unten, weil der halt komplett aufgedeckt wurde von dem... Wo willst du denn hin, Kai? Ich wollte mich nur ein bisschen umgucken, dass ich weiß, was Phase ist. Ab da sind wir angelandet. Naja, Sunnys Phase ist auf jeden Fall meine Handschuhe abholen und sie mir zu liefern. Ich bin noch mal kurz für eine halbe Minute weg. Oh. Ein Lehrer. Du hast das Geld nicht. Ich will aber trainieren. Das ist mein Lehrer. Ich will trainieren. Ich muss pumpen. Ja, nee. Dann geh anschaffen. Der schafft leider nicht genug an. Den sollst du auch behalten für die Viecher, die dieses perfekte Ausweichen haben. Wo man perfekt treffen muss. Mit dem kann ich mich nicht mal umsonst teleportieren und dann kann ich den nicht mal verkaufen. Was für eine Verschwendung. Der ist auch tot. Hallo, lass den Stab doch hier.
Ich habe bestimmt immer noch nicht genug Gold. Ich muss noch weiter killen gehen. Verkauf deine Seele, dann hast du genügend. Die aber die habe ich auch schon verkauft. Hier fehlen zwei. Ich glaube, ich habe genau genug. Ah ne, wow. Nein, hier fehlen zwei. Zwei Gold darf ich wahrscheinlich nicht von Sunny haben. Nein. Obwohl, wenn es nur zwei, sind, dann kannst du haben, meinetwegen. Ich weiß, wenn Sunny hier wäre, hätte er sie mir auch gegeben, weil es nur zwei Gold sind. Leck mich doch. Jetzt müssen wir warten. Ja, da kannst du es einmal pro Runde probieren. Kai, du darfst als nächstes ausprobieren. Der hat doch aber auch kein Talent. Ich mache jetzt meditieren, dann kann ich es zur Not gleich safe öffnen. Ich gebe Pumpen. Kannst einen Wert um 1 erhöhen. Ich finde nicht, dass sich das gelohnt hat. Egal. Ich erreiche die 90 Stärke noch. Ist sein Geld, ne, Kai? Wir wussten ja nicht, was es macht. Ich bin einfach pumpen gegangen. Er ist frei! Landschaft. Ja, der Pinner. Er hat nicht mal ein Bild, er ist ein Geist! Der Pinner existiert in Wahrheit gar nicht. Guten Tag, Abenteurer! Ob nun verbeicht, verfolgt oder in einem Käfig gefangen, man weiß nie, was das Leben bringt. Lass mich frei und ich werde wieder zu den Waffen greifen. Wir haben den Landstreicher freigeschaltet, den Secret-Charakter so gesehen. Das ist übrigens ein Säurefeld. Warum ist das noch da? Wir haben die Moorfresse doch platt gemacht. Weil die Felder nicht gelöscht werden. Ähnlich wie die Heiligtümer beim letzten Mal von der Hexe auch nicht wieder hergestellt wurden. Das Säurefeld zerstört aber nur Ausrüstung, die man trägt, oder? Kai, möchtest du das Feld gleich auch nutzen, um deinen Fokus aufzufüllen? Das wäre der Plan, das ist mein Plan, gleich in dein Zelt zu gehen. Ich glaube, der Krötenschächer stirbt jetzt. Nee, noch nicht. Nein, noch nicht. Ich frage mich, ob der sich mit mir heilt, wenn ich jetzt heilen drücke. Gleich im Zelt. Möglich, eventuell aber auch nicht. Ach, nimm ruhig. Das nehme ich dafür. Erbärmlicher Mensch, dein langsames Ableben soll dich an den Namen Krötenschlechter erinnern. Achso, er hat mich jetzt generell verlassen. Dann hält er nur eine kurze, bestimmte Zeit. Ja, ist ja bei den anderen Söldnern ja nicht anders. Oder der hat einfach keinen Bock mehr, weil er low war. Auch eine Möglichkeit. Das war nichts für ihn hier, oder? Doch, das kann Sunny ruhig machen. Das ist doch Stärke. Ach, wieder ein Pulverfass. Können wir bei dem anderen Heini nutzen? Sunny muss aber noch zur Quiz. Ich möchte meine Handschuhe bald haben. Ja, machen wir ja. Sind ja dran! Sind ja dran, Chantal! Da ist wer vergiftet, Kai. Ausruhen macht nicht das Gift weg. Du hast schon voll. Ich glaube, meditieren lohnt sich mehr. Und danach müssen wir die Lore auf jeden Fall aufhalten. Die ist knapp am Ziel. Vom Prinzip her kannst du den Banditenkönig triggern. Ich stehe auch im Weg. Der Banditenkönig war rechts von dir. Ja und? Aber die Lore. Lore muss auch aufgehalten werden. Wo ist die denn gerade? Da. Da. Da ist die nächste Lore. Wahrscheinlich zum Hafen über uns. Oder du stellst dich hier in den Weg. Oder auch nicht. Ach, ich mach das Ding fertig und kann mich dann trotzdem Feld bewegen. Warum hast du so viel Leben? Ne, ich versuche dich erstmal zu schocken. Ja, so viel dazu. Hier super funktioniert. Kurier dich erstmal, dann reden wir weiter.
solltest Ginseng fressen. Oder na gut. Kurieren. Entweder kurieren oder Ginseng, aber Hauptsache das Gift ist weg. Das Gift würde nämlich nerven. Weil jetzt kannst du nochmal angreifen für ein bisschen Damage. Aua! Aua, jetzt blute ich auch noch. Hat ja viel gebracht, der Ginseng. Jetzt blutest du anstatt Gift. Ich glaube, das Blut ist schnell wieder da. Ich fucke das Scheißding jetzt ab. Jetzt zündest du es an. Viel Leben hat das Viech? 30. Da würde ich selbst mit dem Bastardschwert nicht komplett durchkommen. Jetzt nutzt es wenigstens seine Fähigkeit nicht mehr. Jetzt kannst du nicht mehr bluten. Verzieh dich! Töte die Pflanze. Bevor sie Wurzeln schlägt. Hat aber keinen Loot. Kann mich das Ding überhaupt überfahren? Ich weiß nicht mal, ob du das so überhaupt aufhalten tust. Er ist jetzt einfach schon Level 4, ey. Der kriegt. Was für ein Schummler. Mann! Ich hab nach rechts gedrückt! Nach links! Meine Fresse! Finger weg von der Maus! Meine Hände waren nicht an der Maus. Ja, irgendwer hat gerade gefettfingert. Du kannst vom Prinzip ja zu dem Ding hin. Mach es kaputt. Ist egal, ich kann das in beiden, kann das auf beiden Wegen machen. Da ist auch wieder eine Quest zum Mitnehmen. Vergiss es nicht. Gottesbärte brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben keine mehr. Ich hab ja so viel Rüstung. Du hast gar nichts. Es ist Gold, Gold. Nett. Gruppen-EP. Was wollt ihr machen? Mir egal. Kannst du ja mal gucken, bei den Gold. Ich, weil, was den Schild angeht, du hast da ja diesen Turmschild und der Gold ist besser. 80 Gold, das ist nicht wenig. Aber es ist ein Troll. Da ist es nur ein Hobgoblin. Ja, aber den Troll sollten wir alle zusammen locker platt bekommen. Und der Brief, die Gruppen-EP sind geschenkt. Ich glaube eigentlich am ehesten. Den Troll sollten wir platt bekommen eigentlich. Ja, aber da müssen wir dann erstmal alle hin. Wir wissen ja, der kann ja auch direkt hier in der Nähe sein von uns allen, wenn wir Glück haben. Der Hobgoblin ist auf jeden Fall leichter. Ich würde auch eher auf safe gehen. Und erstmal den Hauptproblem machen. Weil ganz ehrlich, sind auch nur 20 Gold weniger. Das Gold kriegen wir sowieso nach und nach zu. Irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Wir könnten also auch die Stadt erstmal in Ruhe lassen und später nochmal holen, sonst. Ja, das ist auch eine Idee. Na dann, Kai, deine Lore. Hau sie kaputt! Wofür investierst du Fokus? Na, das er will nochmal versuchen, den Talentschatz. Nee, der will das Fragezeichen danach noch holen. Das ist Haus kaputt. Ja, und was macht man jetzt? Hallo? Wahrscheinlich muss man vor der stehen. Vielleicht braucht man dafür diese Sprengsätze. Auch möglich. Da brauchen wir also den Monsieur Sunny.
Kai kann sich ja trotzdem hier eben kurz da unten das holen. Das Fragezeichen. Nee, kann er nicht. Außer er gibt noch mehr Fokus aus. Karten spielen. Ein Fallspieler beäugt dich. Wieder Talent. Also ja, du hast eh nichts zu verlieren. Zwei Gold. Also. Zwei Gold gegen 34. Könntest einen Fokus investieren und hoffen, dass du was bekommst. Kann kein Fokus investieren. Das da steht da oben. Ja, die zwei Gold konnte haben, ne? Ich habe sowieso nichts zu verlieren. So, überfährt mich das Ding jetzt? Ich würde so lachen, wenn es nicht überfahren. Der hat schon wieder Alkohol gefunden. Ja, Alkohol. Wenn du da hingehst, wir brauchen nicht bei dir stehen, dann kannst du den Heini, der hier oben antanzt, schon mal auslöschen. Ja, aber ich brauche doch die Handschuhe von Sunny. Ja, dann stell dich daneben. Stell dich noch ein Feld höher. Und gib's dir gleich rüber. So, werde ich jetzt überfahren? Ja. Ja. Okay, dann brauchen wir die Sprengsätze. Da ist er ja. Ja, kannst du schon mal hinwatscheln. Dann können wir den beim nächsten Mal dann bekämpfen. Die Lore rast jetzt in die Bombe rein. Ne, der Banditenkönig muss überhaupt erstmal aktiv sein. Wir können das Ding noch nicht. Haben wir doch beim letzten Mal schon gesehen. Man kann auch schon vorher hin. Wohin? Man kann auch schon vorher auf die Felder. Sie können verbannt werden, indem man sie im Kampf besiegt. Da ist keinen abgeschlossen. Man kann dahin. Die Lore ist schon mal weg. Wir brauchen noch zwei Bomben mindestens. So, das Fragezeichen, das schnapp ich dann mal. Längst vergangene Kulturen gaben ihr Wissen in Ruhen wie diesen und weiter. Ja, das ist definitiv was für Sunny. Definitiv. Na, Sunny oder ich? Ja, das Problem ist, bis du da bist, ist es wahrscheinlich weg. Ich weiß auch nicht, wie viel Intelligenz ich jetzt habe. Nicht viel mehr als Sunny. Na, ich glaube schon, weil er auch reduzierte Intelligenz hat. Er war auch nicht viel. Hat geklappt. Sunny ist der höchste mit den EXP von uns. Oh, und was hat der denn? Was hat der denn für Waren? Standardhändler wie in der Stadt. Der hat Waren. Leute, haben wir glaube ich Flüche weg. Mehr Alk für Kai. Das Equipment schleppt sich hier aber gerade in dem dritten Kapitel ordentlich. Wir kriegen echt kaum Equipment. So, jetzt kannst du da reingehen. Siehste, geht. Tod dem Banditen. Bevor er die Preise in die Höhe schießt. Ja, bevor wir uns noch weniger leisten können. Das war Kai. Es war ein großer Fehler, den Banditenkönig herauszufordern. Du wirst deine Arroganz mit Blut bezahlen. Ja, Kai, das kenne ich nur zu gut, dass man sich verhaspelt. Ich spiele den Besowski und bin auch schon blau dabei geworden. Du bist blau, ohne was gesoffen zu haben. Ich versuche lieber, ich mache die Gläfe und versuche den Banditen-Bogenschützen dahinter nebenbei zu vernichten. Passt. Ja. Gegen den Gepanzerten kommst du, der hat zu viel Verteidigung. Au. Ich habe keine Verteidigung mehr. So wie kein anderer von uns. Au. Was ist Verteidigung? Den müsst ihr auch noch alle aussetzen. Ja, okay. Der Banditenkönig ist gerade überhaupt nicht nett. Au. Ich heile euch alle gleich. Wir haben's doch nötig.
Vor allem Kai. Hat uns Kai hat er richtig auf die Fresse bekommen. Hat uns gerade eine üble Kelle verpasst. Ich gehe auf Safe, dass die alle geschockt werden. Also der Banditenkönig wird sowieso rauslatschen. Die mögen Sunny nicht. Kann ich aber auch verstehen. Oder sie mögen Sunny so sehr, dass sie ihn einfach aufs Maul hauen. Das gibt's ja auch. Oh nee, ey. Schon wieder betäubt. Will der mich verarschen? Ich heile euch also direkt nochmal. Aber wenigstens können wir einen von den Banditenbogenschützen loswerden. Ja, und der Banditenkönig hat garantierte Trefferrate, ey. Ich bin so tot. Ich glaube, das war ein Fehler. Der Banditenkönig ist so tot, Junge. Ich bin tot. Mein Heiligtum. Einmal wiederbeleben? Du könntest da in Alk auch noch gleich vorher noch saufen. Einen von denen. Nee, deswegen meinte ich vorher. Und jetzt kann ich nichts mehr sehen. Danke. Schieß einfach. Passt ich schon. Weiß nicht, wohin. Hier, Banditenkönig, frisst. Kai, was hast du getan? Jetzt ist wieder weg, wow. Natürlich muss es nur mich behindern, aber hey, einer ist immerhin gestorben. Ich weiß ja nicht wer, aber... Kai. Einer von den Bogenschützen. Ich versuche ihn zu schocken. Dann kann er die Abwehr nicht mehr senken. Noch schon. Ah doch, nee, kann er. Ah nee, das ist. Der ist geschockt. Der Bandit noch nicht. Der wird erst nach dem Angriff geschockt. Und der darf nochmal. Weg mit dem Bogenschützen. Ja, aber der hat den Gruppenschaden. Ach komm! Sunny, was kannst du? Einmal mit Profis. Okay, ja, ihn nicht angreifen. Ja. Ihn nicht angreifen, er hat reflektieren gerade. Nee. Schieß lieber auf die beiden da links. Du meinst lieber dorthin? Ich, wenn reflektieren, den Schaden zurückwirft, den er kassiert. Da kriegst du noch eine zusätzliche primäre Aktion, dann könntest du zweimal zuhauen. Und sich doppelt töten. Oder er macht das und macht dann provozieren. Auch wenn ich befürchte, dass ich dadurch dann den Banditen, den gepanzerten Banditen draufkriege. Wobei... Kannst ihn betäuben. Der Bandit ist zuerst dran. Shining könnte ihn aber theoretisch töten, wenn er Glück hat. Könnte ich nicht. Wenn du Glück hast, schon mit dem heftigen Feuerblitz. Ich und Glück, daran glaubst du doch nicht. Naja, jetzt gibt der dir auf den Deckel. Einmal Schaden weniger ist einmal Schaden weniger. Einfach den Banditen wegmachen, den Gepanzerten. Einfach weg mit dem Gepanzerten. Der überlebt das. Ich weiß aber nicht, ob er das Gift eventuell schon dran verreckt. Aua. Du kannst in die Mitte ballern von den beiden. Dann ist es nur noch der Banditenkönig. Kai kann ihn aber leider nicht benommen machen. Oder? Naja, mein Hammer ist komplett nutzlos gegen ihn. Er hat Immunität gegen benommen und auch das andere, was der Hammer... Steht am besten nicht hintereinander, der schlägt nach hinten durch.
Ich kann mich nicht bewegen. Und das weißt du. Aber geschockt kann er trotzdem werden. Das bringt mir gerade überhaupt nichts. Die kriegen richtig hart auf die Fresse bei dem gerade. Ach komm! Wie war das denn? Kriegen wir locker hin? Loswerden müssen wir ihn so oder so. Gut, er hat ihn einmal reingeschissen, perfekt. Immerhin müssen Buffs perfekt sein, damit sie funktionieren. Kann nicht mehr reflektieren. Boom. Der Crit war wichtig. Wichtig und richtig. Du könntest zweimal draufhauen. Oh ja, wir können alle drei zweimal draufhauen, aber wir sind verwirrt. Oh, Junge. Kai, was hast du uns angetan? Das habe ich vergessen, dass das einen Bereichseffekt verteilt. Ach komm. Was tue ich? Ist das der Heftige? Nein, das war ein normaler. Ach komm! Sunny setzt erstmal aus. Und Sunny krepiert. Hat einer gesehen, wo er hingeflogen ist? Nein. Ich würde sagen, voll Fokus auf den König. Der Rest ist Beifang. Der fällt sowieso nebenbei. Wenn er schießt auf den gepanzerten Banditen, dann triffst du alle drei. Ja, und den kann ich sogar one-shotten, den gepanzerten. So, der ist geschockt und vergiftet. Dadurch, dass ich aktuell wir müssen erst den Banditenkönig loswerden, auf jeden Fall. So in etwa. Naja, du hättest schon dazwischen schießen können, dass der Bogenschütze mit weg ist. Ja, aber der Bogenschütze macht jetzt gerade nicht so Damage wie der Banditen. Möchtest du eben kurz Sunny beleben, dass er da hinten in der Ecke steht? Wir dürfen nicht nebeneinander und auch nicht hintereinander stehen, ist das Problem. Du kannst, wenn du das linke Bier nutzt, dann kannst du danach auch noch zuschlagen. Ja, aber ich verwirr. Ach, du bist sowieso schon verwirrt. Du kannst mich nicht noch mehr verwirren. So, jetzt kannst du Sunny erst beleben und dann noch sogar noch eine Auktion machen. Setz ihn aber wirklich am besten da hinten in die Ecke. Dass wir nicht. Nee, einen weiter vorne würde ich eher machen. Wir dürfen nicht nebeneinander und auch nicht hintereinander stehen. Der König trifft uns alle. Kai, warum musstest du mich in das Besäufnis mit reinziehen? Vergessen hab, dass das ein Bereichseffekt war. Scheint ihm gleich Platztausch. Klingt in der Theorie gut, aber dann stehe ich nicht mehr Kai. Stimmt auch wieder. Und ich kann mich nicht bewegen mit der Kanone. Ich mach gleich einen AOE-Angriff mit dem Buch, dann ist der Bogenschütze weg. Ich mach hier das Gift drauf, dann... Oder auch nicht. Ich wollte mal, dass die einfach nur nebenbei weg sind. Ah, ich setz eh aus. Ich glaube, ich gehe als nächster drauf. Sunny darf sogar nochmal. Harte Arbeit, er darf ein weiteres Mal draufhauen. So, dann hat er keine Kumpanen mehr. Ich bin weg. Ja, ich mach zu viel Schaden, jetzt, dass ich dich wiederbeleben kann. Dann schieß wenigstens zwischen die beiden. Dann frisst der Banditenkönig quasi keinen Damage. Der Bogenschütze ist dann weg. Der wäre nämlich als nächstes dran gewesen.
Kannst du meinetwegen auch erster Schadensfeld ausnutzen und ich belebe mit Sunny wieder. Sunny macht an dem Bandit-König ja auch nicht wirklich Damage. Der belebt mich ja. Der greift dann generell nicht an. Ja, aber Sunny würde so oder so nicht wirklich viel schaden. Sunny hat nämlich den niedrigsten Angriffswert von uns allen. Beten. Nur einen guten Schuss. Beten. Hälfte. Okay, der ist tot. Der ist tot, nachdem ich dran war. Okay, er kommt nicht zum Angriff. Der Schock hat. Gut, dass er gerade waffen wollte. Hat eh nichts gemacht. Danke, du dämlicher Banditenkönig. Guck mal, wie hoch meine Chance einfach ist, dass ich treffe. Hey, du schießt da. 90%. Ich sag doch, den schaffen wir. Das hat uns nur drei Leben getroffen, aber egal. Und ich bin nicht einmal gestorben, Idi. Wissensbuch. Oh, Angriffsschaden. Noch mehr Damage. Ich kann meinen Helm gerne dafür abgeben. Wer auch immer gerade die Gesundheitsregeneration braucht. Aber ich mach denn noch mehr Damage. Könnten wir auch Sunny geben. Der bräuchte auch mal ein bisschen Angriffsdamage. Oder wir geben Sunny die Heilung. Weil Sunny hat auch nicht so viel HP, dass er von der Schadensreduktion profitieren könnte. Dann gib ihm gleich den Helm rüber, wenn... Obwohl, wir wollten ja jetzt eigentlich so langsam Schluss machen. Ja, weil ich muss eigentlich noch in Destiny halt heute fahren. Ciao, Heiligtümer. Ciao. Wiedersehen. So, dann mache ich einmal speichern und beenden. Und beim nächsten Mal kriegt Sunny den meinen Helm. Ja. Sofern wir es nicht vergessen. Ja. Wenn wir es vergessen, dann wird er eventuell irgendwann verkauft. So, warte. Wissensladen. Da, der war halt vorher nicht hier, der Landstreicher. Was mich interessiert, was der kann. Aber ich glaube, beim nächsten Kapitel spiele ich den Landstreicher. Was kann der denn? Wenn du eine Weile mitkommen möchtest, dann nimm deinen Hut und reise mit leichtem Gepäck. So machen wir Landstreicher das. Vielleicht will ich am nächsten Tag irgendwo Wurzeln schlagen. Aber bis dieser nächste Tag kommt, ziehe ich weiter. Ja, was kannst du denn? Hier kannst du jetzt übrigens nochmal sehen. Gerechtigkeit. Flächenschaden, wenn perfekter Schlag ausgeübt wurde. Die Chance drauf. Ich habe bisher nur ein einziges Mal diesen Angriff ausgeführt, die Gerechtigkeit. Liegt vielleicht auch daran, dass ich standardmäßig halt AOE habe aktuell. Aber ich glaube, ich spiele den Landstreicher beim nächsten Mal eventuell. Ja, so bleibt jeden freigeschafft. Das haben wir aber auch irgendeine Eigenschaft. Helfende Hand. Ach, einfach nur Unterstützungsreichweite generell. Ja, nee, also. Und wir können den Kröten schlechter kaufen. Dass man den generell sich im Laden holen kann. Der Krötenschlechter ist nicht schlecht. Ja, aber der Landstreicher, den würde ich jetzt nicht... Ja, die Charaktere bevorzugen wir so oder so. Aber mich interessiert trotzdem, was der überhaupt kann. Der scheint keine Fähigkeit zu haben. It's a secret. Ich glaube, der ist einfach Hardmode. entweder das oder er hat einfach OP-Stats. So, wartet, ich schmeiß euch mal eben kurz... Eventuell ist der auch einfach krass und kann mit basically allem angreifen, der Landstreich. Ich habe euch mal eben kurz das Parsec rausgeschmissen. Das ist gut. Ja, Leute, das war For the King 2 für heute. Lief ja super. Haben am Ende überhaupt kein Leben eingebüßt. Eine Lore vernichtet, den Landstreicher gefunden. Klar. Haben alles getan, was wir heute tun wollten. Ich würde sagen, erfolgreicher Abend. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like später über ein YouTube-Video dalassen. Ein Follow hier natürlich auf Twitch und den YouTube-Zuschauern sage ich an der Stelle schon mal. Ciao und bis zum nächsten Mal.